Und damit moin moin und herzlich willkommen zum, was haben wir heute eigentlich? Donnerstag, glaube ich. Donnerstagabend-Livestream. Ja, zwischen dem ganzen KSP mal eine Runde Factorio, um es ein bisschen aufzulockern. Morgen ist ja wieder KSP mit dem großen Jubiläums-Livestream. Und jetzt schauen wir heute mal, dass wir ein bisschen am Faulenzer weiterarbeiten. Und ich sag mal Hallo an den Hastur, den Ernie und den Idle, die sich schon im Chat bemerkbar gemacht haben. Und natürlich noch Hallo an alle anderen, die auch schon da sind. Ja, wo waren wir stehen geblieben letztes Mal? Wir waren stehen geblieben bei, wir können rote Flaschen produzieren. Ja, und ich habe das Campbild ein bisschen kleiner gemacht, weil bei Factorio eh alles so klein ist. Und je größer ich das Campbild dann mache, umso weniger sieht man. Bevor wir jetzt ans große Automatisieren gehen, mache ich erstmal mein Bier auf. Na, das Plöppen hat nicht so gut funktioniert, aber in diesem Sinne dann erstmal Prost! So, was müssen wir denn heute machen? Ich glaube, wir müssen forschungstechnisch mal ein bisschen vorwärts kommen und das hier ein bisschen absichern, wenn dann irgendwann mal die ersten bösen Viecher kommen, dass ich nicht gleich über den Haufen gerannt werde. Das heißt, wir können uns mal eine Fabrik schnappen wahrscheinlich. Eine der bestehenden Fabriken. Nehme ich mal nach, wir stellen sogar schon grüne Flaschen her. Sehr vorbildlich. Seht ihr? Und wir können eine der Fabriken, glaube ich, dann mal enteignen, um uns eine weitere Fabrik zu bauen. Macht wahrscheinlich sogar Sinn, ne? Was habe ich da noch im Inventar? Nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Ich würde sagen, da fangen wir erstmal damit an, eine Fabrik zu bauen. Flaschen meine ich hier diese grünen und roten Fläschchen für den Forschungskram, die man da braucht. Okay, wir fangen mal an mit einer Fabrik. Der hier baut jetzt mal kurz was anderes. Und zwar brauchen wir eine kleine Fabrik. Dafür brauchen wir 3 elektronische Schaltkreise, 5 Eisenzahnräder, 9 Platten. So, was habe ich? 5 Eisenzahnräder habe ich leider nicht. Aber die können wir uns auch da oben holen. Wir haben ja Vorräte. Zack, wir klauen ihm das einfach mal aus der Produktion. So, die Flaschen braucht man für die Forschung. Das sind Forschungspakete. Das befüllt sich ja schon alles hier vollautomatisch. Sehr schön. Zufällig alles da, was wir brauchen. Ups, ich glaube, das war ein bisschen zeitig, oder? Ja, da war noch nicht fertig. Na los. Bau die Fabrik. Bau sie. Sehr schön. Und ich organisiere alles händisch ran. Jetzt müssen wir ihm nur beibringen, dass er jetzt aufhören soll. So, und du kannst mal jetzt wieder deine kleinen Greifer, hat der, glaube ich, gemacht, ja? Ja. Genau, der hat Greifarme produziert. So, jetzt haben wir eine kleine Fabrik und aus der müssen wir dann eine große Fabrik machen. Die große Fabrik braucht das. Okay, ich sehe schon. Alles, was hier so rumfliegt. Ich glaube, ich habe sogar genug. Wo ist denn die Fabrik gelandet? Ist die da unten rausgefallen? Das ist ja ärgerlich. So. Zack. So, die muss ich jetzt einmal per Hand bauen wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht reicht mir sogar... Was brauchen der alles? Ne, der braucht 3 Teile. Dann reicht mir es nicht, dass ich nur eine kleine Fabrik habe. Das heißt, da muss ich einmal jetzt eine große Fabrik bauen. Oder ich baue den Geschützturm einfach da drin. Ja, ist wahrscheinlich auch besser. Okay, die Fabrik haben wir jetzt aber. Die können wir hier oben mal abstellen für kleine Nebenproduktionssachen. Jetzt schauen wir mal, was wir in dem Geschützturm alles brauchen. Zack, ich möchte gerne einen... Geschützturm bauen. Da hat er alles außer die Kupferplatten. Die kann ich sponsoren. Sehr gut. Dann können wir hier einmal einen Geschützturm bauen. Und dann bauen wir noch ein bisschen Munition und dann kann ich den nämlich erstmal aufstellen. Und das löst dann schon mal das Problem, dass der Bereich hier ein bisschen geschützt ist, wenn irgendwann da unten die roten Punkte sich entscheiden, mich über den Haufen zu rennen. Und welche Version von Factorio ist es? Es ist der Stable Branch. Es ist nicht irgendwas Hochexperimentelles, sondern Stable. Na, was braucht ihr noch alles? ...20 Eisenplatten. Na komm. Die können wir dir doch geben. Die Kupferplatten holen wir auch schon mal wieder raus. Die braucht er in seiner nächsten Produktionsschleife nämlich nicht. Wenn er wieder was anderes baut. So, dann werden wir uns den Geschützturm mal zu Gemüte führen. Zack, den brauche ich. Und du kannst jetzt mal Munition herstellen. Und zwar gerne ein bisschen mehr. Damit wir ein bisschen Vorrat haben. Obwohl, da können wir eigentlich auch jetzt unsere Privatfabrik benutzen, damit wir hier die Produktion nicht aufhalten. Denn Munition kriegen wir hier auch raus. Oh, und wir könnten uns mal eine Rüstung bauen, ne? Ah, Stahlträger müssen wir noch herstellen. Okay, also erstmal Munition. Erstmal Munition. Gut, was haben wir denn in unserer Reservekiste rumliegen, Schönes? Haufenweise Material. Okay. Wir können uns mal, wenn das da durch ist, den Turm aufstellen. So, den stellen wir jetzt einfach mal erstmal hier mitten rein. Dass so ein bisschen geschützt ist das Ganze. Zack, zack, zack. So, besser als nix. Dann haben wir nämlich schon mal so ein bisschen automatisierte Verteidigung. Wenn die bösen Viecher angerannt kommen, dann müssen wir nach und nach noch ein bisschen mehr Munition reinstopfen. So, was ist hier los? Fehlt es hier irgendwo an? Ja, Eisen kam nicht mehr genug rein, ne? Okay, Dann müssen wir ja, an den Thomas A.T., vielen Dank für mein allererstes Abo. Du kannst dir jetzt auf die Schulter klopfen. Du bist mein erster Abonnent bei Twitch, hiermit offiziell. Und ja, freut mich. Vielen Dank. Willkommen in deiner neuen Twitch-Basis. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Wir brauchen jetzt eine Eisenmine, wenn ich das hier so sehe. Denn wir haben nicht mehr genug Eisen zur Verfügung, um regelmäßig zu produzieren. Und das ist nicht gut. So, das braucht Schaltkreise, Zahnräder und eine Eisenplatte. Ja, das kriegt er hier alles. Gratis geliefert. Ich werde ihn mal ein bisschen mit den Schaltkreisen entlasten, weil das gerade so ein bisschen unsere Mangelware ist. Und bin eigentlich mal ganz guter Dinge, dass eine weitere Eisenmine hier unseren ersten Engpass ein bisschen löst. Wobei wir wirklich gut dastehen, was die Forschungsergebnisse angeht. Und wir können jetzt, da wir die grünen Forschungspakete haben, auch beginnen, etwas komplexere Sachen zu erforschen. Und ja, seit heute geht das. Seit heute kann man Abos bei Twitch nicht nur für die ganz großen Streamer machen, also für die Twitch-Partner, sondern die kleineren, die Twitch-Affiliates dürfen jetzt auch abonniert werden. Von daher, aber geht erst seit heute, gestern? Ich glaube, heute oder gestern haben sie es freigeschaltet. Ganz neu. Ich habe auch gleich erstmal den EmoJack abonniert. EmoJack, falls du es später siehst, ich habe dich abonniert. Das heißt, da kann keiner mehr kommen und dein erster Abonnent werden. Ich bin dein allergrößter Fanboy. Sehr schön. Zack. So, dann können wir hier aber mal wieder umstellen auf Greifarme, so wie es gehört. Was heißt denn hier Schleimer? Ich bin sein Fanboy. Ich bitte dich. EmoJack und ich, das ist... Weiß ich nicht. Du bist überhaupt nicht groß, Idle. 1,20 Meter ist nicht groß. So. Jetzt bauen wir hier mal ein bisschen mehr Erz ab. Zack, 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 zack. So, und das wollen wir in die Richtung. Und dann wollen wir hier ein bisschen Platz lassen. Ungefähr so, wenn ich selber aus dem Weg gehe noch. Und dann kommt da noch ein Strömling dazwischen. Und feuerfrei für die Eisenproduktion. Und wenn wir hinten schon mal sind, machen wir gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben ja noch eine Mine. Weil Eisen ist am Anfang echt das größte Problem, so vom Durchsatz her. Da, wo es am meisten hängen bleibt. Und da wir im großen Stile automatisieren wollen, muss Eisen ran. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment, weil das Band relativ lang ist und ich noch mit den langsamen Fließbändern arbeite, bis der Segen des Eisenerzes hier vorne ankommt. Aber wir können mal gucken, ob wir so lange die Produktion ein bisschen anfüttern könnten. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir können hier den Ofen mal ein bisschen befeuern. Und der Ecos ist jetzt ein neuer Follower. Dankeschön für dein Follow, Ecos. Und willkommen bei den Kerbonauten, weil es hier üblicherweise nämlich Kerbal Space Program gibt. Morgen zum Beispiel wieder. Und ich habe schon die Rakete dafür vorbereitet. Also so ein bisschen Stock-alike Saturn 5 mäßig. Wenn wir Full IVA, also nur aus dem Cockpit raus, in Richtung Mond fliegen und das in Echtzeit. Das heißt, ich werde keinen Zeitraffer benutzen. Das wird so ein geschmeidiger 6- bis 8-Stunden-Stream mit hin und zurück wahrscheinlich. Oh, und eine Forschung ist fertig. So, jetzt können wir mal gucken, was wir als nächstes erforschen. Ich glaube, so fortgeschrittene Materialverarbeitung wäre eigentlich mal ganz nett. Dann gibt es nämlich die besseren Öfen, also die Hochöfen. Die würde ich jetzt mal anschmeißen, denke ich. Die bringt uns nämlich einiges mehr an Durchsatz in den Schmelzöfen. Und in 6 bis 8 Stunden zum Mond, ja, ungefähr. Ich glaube, in KSP auf einem relativ schnellen Abfangkurs der Transfer von Kerben rüber in die Sphere of Influence vom Mann sind 4 bis 5 Stunden. Ungefähr. Dann rechnen wir noch eine Viertelstunde bis in Orbit hoch. Also ja, das geht. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Guck mal, und jetzt kommt wieder Material rein. Jetzt geht wieder was. So, der erste Ofen arbeitet schon auf Vollgas. So, was wir dann nämlich mal machen können, jetzt müssen wir mal schauen. Genau, hier ist doch mein... Hier können wir mal so ein bisschen abgreifen. Um mir... Stahlplatten zu besorgen. Ich werde jetzt nämlich in meinem... Achso, ich habe gar keinen Privatofen. Ich müsste mir mal einen Privatofen bauen. Den kann ich mir aber, glaube ich, hier bauen. Glaube ich. Da muss ich eigentlich nur Steine nehmen, oder? Ja. Das klappt. So, ich brauche das da. Habe ich noch Steine rumliegen zufällig? Nee. Wo war hier das nächste Mal Steine? Da. Das ist ja gar nicht so weit. Dann kann ich nämlich schon mal anfangen, die ersten Stahlträger einzuschmelzen. So. Was ich den ganzen Tag mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht, also erstmal habe ich ja ein bisschen was zu tun. Wir müssen während dem Transfer das Umdocken machen. Also wir müssen die Landefähre und dieses Kommandomodul aneinander koppeln. Wir müssen uns von dem Booster lösen, eventuell ein kleines Korrekturmanöver fliegen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nicht an Langeweile sterben werden. Und wenn es dann gar nicht mehr geht zwischendurch, dann mache ich einfach irgendein anderes Spiel auf. Haha, und spiele irgendwas anderes. So, jetzt brauchen wir Kohle. Habe ich mir schon eine Stelle gemacht, wo ich mir heimlich Kohle abgreife? Nein. Okay, dann wird es Zeit dafür, oder? Es wird wohl Zeit dafür, dass ich mir Kohle klaue. So, das sind so kleine Eingriffe ins System, damit ich mir Zeug rausholen kann, wenn ich mal was händisch machen muss. Und den Stream werde ich wahrscheinlich auf Twitch machen, weil ich hier den Bot sauber konfiguriert habe und ich werde ja einige Sachen verlosen. Wir können jetzt mal langsam, da der Zeitpunkt ja näher kommt, ein bisschen konkreter werden. Also, ganz konkret werde ich zwei Bücher verlosen, die von einem SpaceX-Ingenieur geschrieben worden sind und auch handsigniert sind von ihm. Und wer dann möchte, kann, also die Gewinner können dann selber entscheiden, ob ich da auch noch eine Unterschrift reinsetze. Das sind so quasi die zwei Hauptpreise. Dann wird es noch 5 Steam-Gutscheine geben, à 20 Euro, die es zu verlosen gibt. Und ja, vielleicht noch eine kleine Überraschung, wenn das rechtzeitig fertig wird. Da muss ich mal gucken. Aber das sind auf jeden Fall schon mal die Preise, die feststehen. Da werde ich mit dem Bot alle paar Stunden einen glücklichen Gewinner aus dem Chat fischen. Ich denke mal so alle 2 Stunden haue ich eine Gewinnspielrunde rein, wo man dann was gewinnen kann. Und nein, keine 50 Euro Amazon-Gutscheine, Idle. Und zwar deswegen, weil du einfach nichts spendest. Das ist schlicht und ergreifend deine Schuld. Nur deine Schuld. So, hier können wir mal noch ein paar Schuss reinstecken. So, jetzt brauchen wir Kohle. Kohle kann man nicht mehr gebrauchen. Zack, und dann haben wir uns irgendwo die Stahlplatten geklaut. Da drüben. Dann nehmen wir die noch mit. So, dann können wir hier nämlich schon mal beginnen, Stahlträger herzustellen. Das zieht sich ja immer ein bisschen. Und hilft uns dann am Anfang da reinzukommen. Das mit der fortgeschrittenen Materialverarbeitung läuft jetzt erstmal. Gut, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier nicht irgendwie umbauen. Mehr Labore, oder? Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, was sagt ihr? Wir reißen das einmal ab und bauen 4 Labore oder sowas hintereinander hin. Wäre ja im Sinne der Automatisierung ganz hilfreich, denke ich mal, das so zu machen. Aber manchmal muss man halt auch Sachen einreißen, um sie schöner zu bekommen. So, lasst mich mal kurz machen. Das da kommt weg, das da kommt weg, 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 weg. So. Das kann eigentlich stehen bleiben, wenn mich nicht alles täuscht. Das kommt auch mal kurz weg. So, dann kommt Labor Numero 2. Und hier kommt der Conveyor Belt dann raus. Einen Abstand müssen wir lassen. Oh, zu weit weg. Zack, 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 zack. So. Reicht das? Nee, das reicht natürlich nicht. Okay, dann müssen wir einmal den Belt hier ein bisschen umbauen. Ups. Zack. Zack, zack, zack. So. Gut, dann kriegt das Labor hier erstmal ungefähr 1 Million Flaschen verpoolt, damit es ein bisschen was zu tun hat. So, dann kann das hier eigentlich erstmal so weiterlaufen, wie es bisher gelaufen ist. Zack. Hätte ich gar nicht so viel abreißen müssen. Gut, und dann müssen wir jetzt nach oben raus weitere Labore erschaffen. Weitere Labore. Labore brauchen Dinge, die hier eh ankommen. Wie viele von den Belts brauchen wir? 4. Ich habe reingepackt 8. Okay, dann baut er uns 2 Labore. Das passt ja ganz gut. 2 Labore ist genau das, was wir brauchen. Könnte ich die Fahne im Space Center Hintergrund noch zu der von HKK oder HKK Quadrat ummalen? Ich sicherlich nicht. Ich kann mal meinen Obergrafiker, den Neo, fragen. Und da ist auch schon der nächste Abonnent. Heute geht's Schlag auf Schlag. Der Zersiedler hat sich auch dazu entschieden, ein Abo hier zu lassen. Damit habe ich schon doppelt so viele Abos, nämlich 2. Dankeschön, Zersiedler. So. Gut. Jetzt ist hoffentlich gleich mal mein zweites Labor fertig. Dankeschön. So. Warte mal, das müssen wir eben ganz schnell wieder abgewöhnen hier. Mehr Labore brauche ich dann nicht. So, jetzt kommt Labore, Labore, Labore. The Idle has landed. Tja, The Idle hat aber noch nicht gelandet. Aber Idle, du alter Sparfuchs, ich kann dir jetzt mal was erklären. Das, was der Zersiedler nämlich gerade gemacht hat, das kannst du auch tun, wenn du einen Amazon Prime-Account hast und den noch nirgendwo bei Twitch verwendest. Dann kann man nämlich seinen Amazon Prime-Account einfach gegen Twitch verlinken, weil Twitch ja jetzt zu Amazonien gehört. Und dann kann man als alter Sparfuchs einmal im Monat sein Abo kostenlos vergeben. Du hast keinen Amazon Prime Account. In was für einer Welt lebst du eigentlich? Gibt es etwa noch kein Subscriber Badge? Was ist ein Subscriber Badge? Wahrscheinlich gibt es das noch nicht. Weil ich noch nicht weiß, was ein Subscriber Badge ist. So ist das. Wenn man ein Abonnement-Newbie ist. So, zack, 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 zack. Jetzt habe ich keine Bells mehr. Wo kommen die denn raus? Da nicht. Da sind welche, oder? Ja. Aber im Moment kommen da zu wenig Stahlplatten an, richtig? Richtig. So, das heißt, wir müssen dich mal kurz abschrauben. Dann splitten wir den hier mal kurz und geben ihm einen kleinen extra Schmuck. Ja, ich brauche nämlich mal... Papa braucht ein paar Conveyor Belts zum Bauen. Beim Zersiedler ist da nichts. Bop, 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 bop. Lass, ich soll mal die Alt-Taste drücken. Achso, wegen den Markierungen, was wo gebaut wird. Neben dem Namen von Subs angezeigt. Also doch, bei mir haben die Leute hier im Chat ein Sternchen davor. Ich nehme an, das ist das. Und da steht dann, wenn ich mit der Maus drüber gehe, steht da Subscriber. In meinem Chat. Also für mich sind das Subscriber. Aber ich mag euch auch ohne Badges. Das ist auch völlig okay für mich. Nur Idle mag ich nicht. Nein, ich darf nicht Idle so viel mobben. Das ist nicht nett. Idle, ich mag dich. Egal, was ich sage, das ist alles nicht wahr. Und ohne dich und deine Krakenbeschwörung wäre es auch nicht halb so bereichernd. So, irgendwas funktioniert hier aber gerade nicht schnell genug. Ich glaube, wir brauchen mehr Schmelzöfen für Stahl. Ich glaube, Stahl ist zu langsam. Glaubt ihr das auch? Ich glaube, dass das so ist. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass es am Stahl liegt. Da kommt nicht schnell genug was aus. Jetzt, das wird sich das gleich ein bisschen beheben, weil jetzt der Rückstau wieder kommt, weil ich habe so viel abgegriffen. Aber wir gucken mal, wo sich das jetzt einpendelt. Währenddessen befülle ich hier mal die Labore weiter. Zack. So, ich mache das jetzt mal an. Ich habe selber den Modus noch nie so benutzt. Ich kann dir noch nicht sagen, ob ich das anlasse, Ernie, oder ob mich das fertig macht mental. Da die Überblendungen zu sehen. Sind jetzt auch meine Strommasten alle? Meine Güte. Kommst du zu nichts, ne? Dann muss ich mir mal neue Strommasten bauen. Erstmal muss ich mir dafür Holz bauen. Zack. Holz habe ich hier irgendwo noch. Mhm. So, dann gibt es jetzt erstmal eine Runde Sperrholz. Hm. Ich meine gar nicht Stahl, ich meine schon Eisenplatten, sorry. Stahl braucht ewig, ja. Stahl brauchbar. Deshalb produziere ich auch schon mal vor hier hinten. Apropos schon mal vorproduzieren. Ich muss hier mal noch ein bisschen nachlegen. So, aber die ersten Stahlträger sind schon fertig. So, das. Ich glaube, das reicht erstmal an Holz. Habe ich Draht? Ja. Habe ich. Zack. 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 So, erstmal wieder ein paar Strommasten, damit ich hier an meiner Infrastruktur weiterbauen kann. So. Ja, Zersiedler. Du kannst jetzt mal was schreiben. Damit der Luca nach dem Neuladen mal sehen kann, ob beim Zersiedler oder beim Thomas eventuell die Sternchen sauber auftauchen. Also bei mir tauchen sie sauber auf. Ich weiß nicht, was ihr falsch gemacht habt. Bei mir sind fleißige Subscriber als fleißige Subscriber gebrandmarkt auch. So. Es gibt natürlich auch für die Sparfüchse von euch hier das Bitsharing. Das ist jetzt auch durch diesen Affiliate-Status freigeschaltet worden. Da kann man dann für so ein paar geschmeidige Cents auch was da lassen, wenn ihr das möchtet. So. Guti. Jetzt läuft hier schon mal die ganze Forschung auf 4 Labore. Jetzt gucke ich langsam mal, was der Strom so macht, weil ich habe so das Gefühl oder die Befürchtung, das geht eigentlich noch, ne? Es ist nicht super prall, aber es ist auf jeden Fall von der Leistung her noch vertretbar. Ach, hier oben stehen schon meine ganzen Privatfabriken rum. Ganz vergessen, dass ich die habe. So, also, hier wird noch genug produziert. Obwohl er ganz schön nachlegt jetzt gerade, ne? Ne, hier sieht's gut aus. Okay, also hier kommt langsam was rausgetröpfelt. Hier sind wir so im Zustand von... Ich bleib mal kurz als Stopper da stehen. Ist ein Dunkelstern. Ja, was ich gemacht habe für die Subscriber, ihr habt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, wie ihr da jetzt rankommt. Ich habe noch nie bei Twitch ein Abo gemacht. Ich habe EmoJack, ist jetzt mein erstes Abo, das konnte ich noch nicht ausprobieren, er hat noch nicht gestreamt. Ihr habt so Spezialsmileys. Ich weiß auf jeden Fall, für das normale Abo gibt es ein Spezialsmiley. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem Twitch Prime-Abo. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Ich habe euch einen Kerbal eingebaut als Smiley. Und... ja, Kerbal Smiley. Einfach nur, weil es geht. Ist heute zwar ein bisschen unpassend, aber irgendwo müsstet ihr einen Kerbal Smiley haben, wenn ich das richtig eingebaut habe. Müsst ihr mal nachgucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber angeblich, wenn man Abonnement ist, dann kann man Spezialsmileys kriegen. Und die habe ich hinterlegt. Und das erste Spezialsmiley für die normale Abo-Stufe ist ein Kerbal. Weil ich denke mal, der Kerbal ist auf jeden Fall das beliebteste hier. Also habe ich das natürlich auch gleich... Also ich mache das so rum, dass es nett ist. Ich könnte natürlich einen Arsch sein in die teuerste Abo-Stufe den Kerbal einbauen, aber das fände ich irgendwie mies. Also habe ich in die ganz unterste Abo-Stufe den Kerbal eingebaut. Du siehst keinen Kerbal. Wie funktioniert denn das? Jetzt, ich guck mal was. Ich dachte eigentlich, dass die da sind. Zip, zip, zip. Der Kraken ist nicht beliebt. Der Kraken wäre, wenn, dann wahrscheinlich das teuerste. Emoticons, benutzerdefinierte Emoticons. Zack. Emoticons, Abonnements. Du hast bereits ein Emoticon für deine Abonnementen hochgeladen. Ach, das ist noch pending. Okay. Hier steht in meinen Einstellungen, ist es noch pending. Wahrscheinlich prüfen die das erstmal, ob ich da nicht irgendwas, naja, Anstößiges hochgeladen habe oder sowas. Deshalb wird das wahrscheinlich einfach noch ein bisschen dauern. Aber ihr habt einen Kerbal-Smiley dann zur Verfügung. Wenn der mal nicht mehr pending ist. Im Moment ist er noch pending. So. Das ist ja kein echter Krake. Das ist, genau. Ich sehe das so wie Idle. Das ist kein echter Krake. So. Das füllt sich hier auch, die Produktionsstraße. Ach, das sieht man da. Seht mal da, da ist noch ein Fehler in dem Labor. Zum Glück läuft das erstmal durch, 300 Jahre lang, weil ich da so viel reingestopft habe. Orkse! Ja, es gibt dann sicherlich auch irgendwann den Kerbal. Wie gesagt, müssen wir mal warten, bis das freigeschaltet wird. So, jetzt sind wir da soweit erstmal durch. Die Stahlproduktion hat auch wieder aufgeholt. Bereitet euch mental schon mal darauf vor, dass ich das wahrscheinlich heute im Laufe des Abends... irgendwann wahrscheinlich komplett abreißen werde, um Redesign zu machen, sobald ich ein bisschen fortschrittlichere Gebäude habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal ein bisschen bessere Verarbeitungsgeräte. Ich bin ja versucht, fast noch ein Labor zu bauen, ne? Das nervt mich, dass das so lange dauert. Ich bin ungeduldig. Sehr ungeduldig. Wähle Bauplan für die Montage. Zack. So. Dann bitte Fließbänder zu mir. Auch noch ein paar Labore. Labore gehen immer. Schnellere Forschung ist bessere Forschung. Bisschen noch. So. Zack. Zack. Und Zahnräder. Leckere, leckere Zahnräder. So, dann hat hier nämlich die Kupferproduktion auch mal wieder ein bisschen was zu tun. Sehr gut. Ja, das Leben des Faulenzers ist manchmal etwas langwierig. Wir müssen jetzt wirklich die Forschung mal vorantreiben, damit wir das ein bisschen besser auftüllen können. Dann können wir hier unten nämlich bessere Schmelzöfen verwenden. Die besseren Schmelzöfen wiederum sind natürlich eine ganz feine Sache, um etwas schneller an Material für unsere Produktion zu kommen. Und dann können wir hier richtig schöne Produktionsstraßen bauen, weil das hier sieht jetzt noch nicht so hübsch aus. Das ist halt erstmal hin improvisiert, damit wir anfangen können zu bauen oder anfangen konnten zu bauen. Aber da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Das will ich aber erst anfangen, wenn ich mit dem Hochofen arbeiten kann. Und der Explo ist auch vorbeigeschneit. Hallo Explodot. Willkommen, willkommen beim Factorio-Gedaddel mit einer Flasche Bier am Hals und einem gewissen Entspannungsfaktor. Wie viel ist hier noch drin? Eine noch. Dann können wir noch ein bisschen Munition bauen. Munition für den Turm. Und der nächste Abonnent, da waren es schon 3. Vielen Dank, Explo. 3 Abonnenten. Ja. Seit wann geht das denn? Seit heute. Exakt seit heute. Seit heute können Affiliates auch abonniert werden. Oder gestern. Gestern oder heute. Irgendwie so. Sagen wir es mal so rum. Ich habe heute gesehen, dass ich eine Mail habe, dass das geht. Wo sie mir geschrieben haben, dass ich jetzt Affiliates abonnieren kann. Ich weiß nicht, ob die gestern Abend schon kamen oder heute. Und ungefähr 5 Minuten danach habe ich eine Mail gekriegt, dass ich jetzt fürs Affiliate-Programm freigeschaltet bin. Da habe ich gedacht, naja, dann kann ich das ja mal freischalten, dass ihr mich auch abonnomotieren könnt. Um das Wort mal zu bringen. Jetzt schmeißt ihr meine ganzen Labore da schon wieder drauf. So. Zack. Ne, jetzt reicht's. Keine Labore mehr, bitte. Ich habe erstmal genug. Wir brauchen hier wieder super tolle Greifarme. Gut. Labore, Labore, Labore. Das nächste Mal, was wir jetzt machen, ist aber dann kein neues Labor mehr, sondern wir werden dann beim nächsten Mal eine Forschung anschmeißen, um die Forschungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Haha, eine Forschung für die Forschungsgeschwindigkeit. So, müsste das hinhauen. Gut, dann können wir hier nämlich die Greifarme aufstellen. Schon mal. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das sollte uns forschungsgeschwindigkeitstechnisch ein ganzes Stück nach vorne bringen. So. Hoppla. Ein kleiner Unfall meinerseits. Da sind mir auch zwischendurch jetzt die Conveyor Belts ausgegangen. So. So, und jetzt machen wir den guten alten Looping und fahren die hier vorne wieder ran, damit die wieder im Kreis fahren, damit die immer wieder serviert werden, damit alle Labore immer versorgt werden, weil sonst laufen mir die Labore vorne irgendwo trocken. Das ist nicht so wünschenswert. Die sollen ja immer alle arbeiten können. Ach, wenn ich doch nur ausreichend Conveyor Belts hätte. Los, arbeitet. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. So, sehr schön. Sehr schön, wir kommen voran. Licht wäre auch mal so eine Maßnahme, ne? So für nachts. Also das Gute ist jetzt auf jeden Fall, wenn irgendwie ganz viel Stress kommt, dann rennen wir jetzt hier einfach hierher. Der Turm beschützt uns schon mal vom Gröbsten. Und hier oben haben wir auch noch ein bisschen Munition wieder nachproduziert. Da können wir auch schon mal reinschmeißen. Also es wird jetzt nicht lange halten mit seinen 11 Magazinen, aber es reicht hoffentlich erstmal, um so eine erste Welle abzufangen. Dass wir nicht direkt uns die Näslein blutig schlagen und wir von vorne anfangen müssen. Das ist nämlich ein bisschen zäh im Faulenzer-Modus, der Anfang. Ihr habt das ja selber mitbekommen, also zumindest die von euch, die das ganz von Anfang an mitverfolgt haben. In der ersten Folge Factorio. So, und jetzt können nämlich die Dinger immer schön im Kreis fahren. Jeder kann sich was nehmen und dann kommen die wieder vorbei. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Schön, ne? Zack. So. So einfach ist das manchmal. Aber ich nehme an, die Factorio-Cracks unter euch haben sich schon gefragt, wann ich das endlich mal tun möchte. Der Turm, an den Turm eingreifen und ein Förderband, dann nimmt er sich seine Magazine selber, wie er es braucht. Hm, auch eine schöne Idee. Muss ich nur noch eine Magazinproduktion bauen dafür. Was ja jetzt nicht der Riesenaufwand wäre. Denn ich habe ja so ein bisschen Überschussstahlplatten. Können wir gleich mal als nächstes angehen, dass der sich einfach selber versorgt, der Turm. Düdüb. Düdüb. Ah, einer fehlt wieder, ne? Ärgerlich. So. Zack. Also ich bin auch nicht so der super Factorio-Profi, wenn ihr so ähnlich gute Tipps habt, wie der Zersiedler gerade hatte. Wie ich noch was besser machen kann, dann immer raus damit. Ich freue mich da natürlich drüber, wenn ich das irgendwie noch ein bisschen effizienter gestalten kann. Zum Beispiel durch sowas wie automatisierte Magazinproduktion. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich mir die Stahlplatten dafür klaue. Mhm. Wir könnten so oder so mal gucken, dass wir hier dann einen Hochofen für hinstellen. Aber das können wir momentan auch erstmal damit machen. Zack. So, dann kriegt der einmal von hier oben Metall befüllt. So, so einen komischen Dings habe ich jetzt leider natürlich nicht mehr. Also einen metallenen, den guten alten Rödelheimer. So. Muss mal kurz klauen gehen. Nein, da bin ich zu langsam. Dann kann ich die irgendwie vom Band nehmen. Ohne das Band zu zerstören, nö, ne? Reicht mir wahrscheinlich schon. Reicht mir wahrscheinlich auch schon. So. Mit der F-Taste kann ich was vom Band nehmen. Ich probiere mal. Was ist jetzt passiert? Habe ich die jetzt alle eingesteckt? Ui. Der F-Taste ans Fließband ran. Dankeschön. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann muss ich den nicht immer wegbauen. So. Ja. Ich brauche nur mal einen von denen. Ja, dann können wir da unten nämlich unseren eigenen... kleinen... Kohlenupsi bauen. Habe ich die jetzt genommen? Oh, jetzt nimmt er aber gleich alles. Gierschlund. Gierschlund. So. Da brauchen wir den. Dann einmal hier raus. Zack. So, und jetzt machen wir das so. Wir legen es eben, glaube ich, direkt in den Rachen rein. Das müsste eigentlich gehen. Ah shit, da ist aber dann der Mast. Müssen wir gleich nochmal den Mast umbauen. So. Dann kann nämlich ein Teil der Produktion darüber laufen. Da müssen wir gleich noch einen Tunnel hinbauen. Und der Rest geht hier direkt in den Tunnel rein. Tunnel habe ich natürlich auch keine mehr. Na. Mit der Z-Taste kann ich es wieder zurücklegen. Okay. Man kann auf einem Förderband sowohl die roten als auch die grünen Flaschen befördern. Das stimmt. Meinst du jetzt so aus Effizienzgründen? Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Dass man das nochmal ein bisschen umkonzeptioniert von der Anlieferung. Ja, jetzt lass mich mal fix die... Ah, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ah, völlige Verwirrung. Wollen wir es einmal neu strukturieren und mal auf die neuen Gegebenheiten anpassen, weil wir müssen jetzt eh gleich die Schmelze neu konzeptionieren, wenn die Hochöfen kommen. Und dann wäre mein Vorschlag jetzt einmal zu sagen, wir machen hier Tabula Rasa, weil das alles schon ziemlich unordentlich und verwinkelt ist vom ersten Aufbau und bauen das jetzt gestreamlined für eine schnelle Produktion auf, dass das hier tak, 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 tak wieder rausfällt. Ja, was haltet ihr davon? Einmal aufräumen. Ja, so kann man das ja nicht mit ansehen. Eine schnelle Ressourcengewinnung. Ich habe eine schnelle Ressourcengewinnung. Ich bitte dich. Das ist ja, das klingt ja jetzt so, als ob ich nicht schnell Ressourcen gewinnen würde. Das ist mir einfach zu unordentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich fange jetzt mal an hier. Ja, die Miner sind ja dann schnell gebaut. So. Zack, 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 zack. Gehen hier die Sachen nämlich schon los. Das ist schon so... Hä? Unaufgeräumt. So. Also. Wir machen jetzt hier erstmal Freifläche. Sehr schön. In dem Moment ist auch genau das fertig, was wir haben wollen, nämlich unsere fortgeschrittene Materialverarbeitung. Und ich würde sagen, erforschen wir jetzt erstmal das, oder was macht eurer Meinung nach Sinn? Ich war ehrlich gesagt noch nie so besonders weit. Oh, schnellere Transportbelts, oder? Schadet ja wahrscheinlich nicht. Oder Netzwerkschaltung, um irgendwas zu zählen. Macht man es eher schneller oder macht man es eher logischer? Was sagen die Factorio-Profis von euch? Schneller oder logischer? Oder was ganz anderes? Wie macht man's? Ich tendiere ja momentan zu schneller machen. Beides, ja. Ich kann aber nur eins nach dem anderen. Ich fange jetzt mit schneller machen mal an. Zack. So. One at a time. So, zack, zack, zack. Alles weg hier unten. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. So. Jetzt haben wir hier schon mal eine gewisse Freifläche für die Schmelzarbeiten. Zack, jetzt reißen wir das alles erstmal grob weg, um es ordentlich zu strukturieren. So, da kommt Strom rüber rein, der kommt auch von da, das heißt, ich kann die Linie hier komplett wegreißen. Zack, 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 zack. Die Zuführung machen wir erstmal relativ weit zurückgebaut. Wie viel kann der tragen? Bis sein Inventory voll ist. Also ist noch ein bisschen Platz. Er stackt das halt auch immer schön zusammen. Also die Menge sollte nicht so schnell zum Problem werden. Hör da auf. So. Alles muss weg. Diese ganze Unordnung, diese fürchterliche Unordnung. Alles ordentlich gebaut. Das Einzige, was erstmal stehen bleibt, ist der Geschützturm. Falls genau jetzt die Aliens angreifen, passiert mir jetzt kein Missungeschick. So. Zack. Alles weg. Wir können erstmal noch im Kreis fahren, die Forschungsnupsis. Solange es noch was zu forschen gibt, ist das auch völlig legitim. Ja, das ist radikaler Rückbau. Hier wird jetzt nämlich Ordnung geschaffen. Ordnung geschaffen. Ich bin nämlich kein Freund von Unordnung. Und das wurde mir langsam zu unordentlich. Da wird jetzt Struktur reingebracht. Da haben wir jetzt nämlich Zeit. Und das hat ausnahmsweise mal nicht direkt was mit dem Raumschiff zu tun, sondern nur indirekt. Also. So. Zack, zack. Zack. So, jetzt ist hier mal wieder Platz, auf dem man arbeiten kann. Zahnrad noch vom Boden aufsammeln. So, das braucht auch keiner mehr. So, jetzt ist das Inventar endgültig voll. Jetzt können wir mal anfangen. Und zwar, das erste, was ich mir hier hinbaue, ist ein Smelzofen. Damit ich mir nämlich aus dem bestehenden Zeug noch mehr Stahl machen kann. Aus dem bestehenden Stahl mache ich mir große Schmelzöfen. Dafür braucht man Ziegelsteine und Dings. Okay, für Ziegelsteine und Dings braucht man allerdings den Scheiß da. Und zwar davon ein bisschen mehr. Dann machen wir das doch erstmal so, dass wir kurz mal uns den hier ausleihen und Steine in großen Mengen produzieren. Und die direkt in so einen Ofen reinschmeißen. Zack. So. Der macht uns Ziegelsteine. Der macht uns Stahl. Das heißt, wir haben dann die Grundlage für Hochöfen. Und die Hochöfen nehmen wir hier unten her, um den Kram zu verhütten. So. Wir bauen es jetzt erstmal noch mit langsamen Fließbändern, weil die habe ich jetzt halt schlicht und ergreifend. So, theoretisch, wenn ich mich richtig an meine alte Konfiguration erinnere, müsste das hier ganz gut funktionieren. So, für Ziegelsteine brauche ich Steine und also Steine kann man zu Ziegelsteinen brennen im Ofen. Das war das Dings. Entschuldigung, das war vielleicht ein bisschen schlecht ausgeführt. Also aus Steinen und Kohle oder Holz oder irgendeinem anderen Brennzeugs und einem Schmelzofen macht man Ziegelsteine. Und aus Ziegelsteinen und Stahl wiederum macht man Hochöfen. Und Hochöfen haben den großen Vorteil, dass sie halt einfach schneller arbeiten als normale Schmelzöfen. So, da ist es. So, sehr schön. Dann geht das hier nämlich schon mal los. Wir können mit einem Probehochofen mal beginnen und gucken, wie der so funktioniert. So, dann machen wir hier nämlich eine Überschneidung der beiden Schienen. Da fällt mir auf, damit brauche ich das hier nicht mehr, oder? Richtig. Nein. Ah, Fehler. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Jetzt hätte ich beinahe die Produktion durchmischt. Wo ist er? Da ist er. Das war schon ganz korrekt so. So, jetzt kann hier nämlich ein Hochofen dazwischen. Der wäre am frühesten hier möglich. So. Der Hochofen wird dann bestückt von hier mit Kohle. Und von hier hinten mit Metall. Dafür brauchen wir jetzt natürlich Strom. Der hier stehen kann. Wie wird eigentlich die Montagemaschine montiert? Am Anfang muss man ein paar Sachen von Hand machen. Deshalb habe ich 111 Dinge frei, die ich per Hand bauen kann. Also auch alle Einzelteile, die dafür nötig sind. Das heißt, ganz am Anfang muss ich Sachen per Hand bauen und... das ist das, was ich schon verbraucht habe an meinem Faule Socke Achievement. Ich darf nicht mehr als 111 Sachen per Hand bauen. Das ist das Achievement dann quasi. So. Hier geht es gut voran. Und da drüben sicherlich auch. Das Endprodukt abfahren, hatte ich eigentlich gedacht, ich mache es zwischen den Öfen immer. Warte auf, ich zeig dir, wie ich meine. Sobald ich wieder unten bin. Nehmen wir jetzt erstmal ein paar Hochöfen mit, um das zu machen. So, meine Überlegung war, jetzt habe ich sogar zwei Überlegungen zu der Sache. Kann man sowas machen? Das wäre natürlich richtig abgefahren, wenn das gehen würde. Aber das glaube ich fast nicht. Eben weil es zu abgefahren wäre. Ich improvisiere jetzt hier mal kurz eine Stromleitung hin. Kann man so tun? Lustig. Ach nee, shit. Ist nicht lustig. Weil ich jetzt Stahl herstelle. Okay. Nee. Okay. Die Überlegung war jetzt zu sagen, ich mache hier zwischen 1, 2, 3 Felder frei. Um jetzt immer aus zwei so Öfen gemeinsam abzutransportieren. 1, 2, 3 Felder frei. So. Würde das dann quasi aussehen. Das heißt, wir hätten jetzt hier zack, zack. Und hier oben zack, zack. So, das einmal wieder aufräumen, weil es ja so nicht funktioniert hat. So, genau, dann haben wir jetzt hier in der Mitte den Abtransport von Eisenplatten. Ich bin zu weit weg. Den Abtransport von Eisenplatten in eine lustige Unterführung hinein. Die ich lieber hier stoppen möchte. Dafür setzen wir den Strom jetzt erstmal hier hin. Zack. So. So. Dann haben wir den Ausgang, oder? Hier kommt jetzt Stahl raus. Zack. Das kann weg, weil es nicht gebraucht wird. Das kann weg, weil es nicht gebraucht wird. So. Dann brauchen wir noch Strom dafür. Fertig. Gleiches Spiel hier drüben schon mal vorbereiten. So. So. Zack. Dann können wir das doch eigentlich zusammenführen oder direkt getrennt lassen. Es gibt eigentlich so viele Anwendungsbereiche für Stahlplatten. Wir können es eigentlich direkt getrennt lassen, ne? Eigentlich. Ich baue mir jetzt hier mal eine meiner Fabriken auf. Ich hatte doch so viele Fabriken. Ach, da unten sind sie. So. Wir brauchen einen befeuerten Greifarm. Nicht zu verwechseln mit einem bescheuerten Greifarm. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. So. Zack. So, für die Kiste hier. Also das mit dem befeuerten Greifarm in der Kohleproduktion ist einfach nur so ein Fable von mir. Ich weiß nicht, ob man das im professionellen Factorio-Bereich noch so tut. Oder ob man dann auf irgendwas Schnelleres umsteigt. Ich finde sie halt ganz angenehm, weil sie sich einfach aus der Produktion selber befüttern und mir das Problem ersparen, mich damit beschäftigen zu müssen, dass ich irgendwie Strom für die Dinger ranbekomme. Es sind halt einfach ein paar Greifarme weniger, die ich zu bedienen habe. Am Ende des Tages mit Strom. Ja. Ob das dann, wie gesagt, ob das so der präferierte Weg ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber gib. Stahlplatten sammeln. So. Wir brauchen nämlich noch ein paar Stahlträger für unsere lustige Produktion. Gut, später ja, wegen Umweltverschmutzung, das ist nachvollziehbar. Dass man dann natürlich irgendwann mal sagt, ist jetzt genug. So, was wir jetzt machen, ist direkt angeschlossen an diese Geschichte noch eine, wie heißt das? Stahlträgerproduktion? Genau, Stahlträger. Geht auch wieder erstmal genauso los, wie wir angefangen haben. Nämlich, wir bauen uns so einen lustigen Greifarm. Nochmal. Ah, Mist, ich hab schwer. Eisenplatte kann nicht genommen werden. Charakterinventar ist voll, weil ich wieder irgendwas anderes genommen habe. Leg doch mal das da kurz ab. Danke. Dann leg doch mal das da kurz rein. Einen brauchen wir, zwei brauchen wir. Dankeschön. Ich nehme die jetzt mal mit, damit hier keine komischen Sachen passieren. So, Ofen. Den bauen wir jetzt nämlich direkt da dran. Und der bekommt natürlich auch wieder das gleiche gefüttert erstmal. Ist ja sinnigerweise... Nein! Ah, falsch geklickt. Falsches Fenster geklickt. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich noch 4 übrig. Das hätte auch schief gehen können. So. Zack. Wie packe ich denn was aufs Band? Du hattest das vorhin geschrieben, aber ich habe es schon wieder verdrängt. Welcher Buchstabe? Um Sachen aufs Band zu packen? Sag es mir. Hallo Mimir und willkommen. Mit Z. Aber Ernie. Achso. Na gut. Okay. Dankeschön. An euch beide in dem Falle. So, und jetzt war die Überlegung zu sagen, wir machen dann hier das dahin, aber vorher brauche ich noch einen Hochofen, denn man kann nie genug Hochöfen haben, um noch schneller, nein, vorher brauche ich dann erstmal Stahl. Zack. Zack, zack. Puh. So. Das ist unsere... Nee, wenn man die 111 erreicht hat, kann ich nur das Achievement nicht mehr knacken. Beziehungsweise wenn ich über die 111 drüber komme. Deshalb ist das immer so ein bisschen gefährlich, wenn ich da aus Versehen hinklicke. Weil der baut dann natürlich direkt los wie so ein Kaputter. Was mir natürlich nur sehr eingeschränkt hilft. So, dann brauchen wir nochmal einen davon. Da habe ich aber schon zwei gebaut. Dankeschön. So. Achso, ja. Weil ich mir ja selber einen gebaut habe. Dann wäre der Stream direkt zu Ende, ne? Dann müsste ich für das Achievement von vorne anfangen. Man kann ja dann trotzdem weiter automatisieren. Also es ist ja nicht vorbei, das Spiel, deswegen. Es ist einfach nur... Das, was ich mir vorgenommen hatte, hat sich dann erledigt. Ziemlich gut. So. Zack. So. Wenn ich den hier hinlege, kann ich den Strom hier hinbauen. So. So, dann macht der jetzt nämlich schon mal Stahlträger, wenn nicht alles schief läuft. Sehr schön, tut er auch. Gut. Stahlträgerproduktion ist check. Dann können wir das hier nämlich erstmal wegbauen. Ja, Charakterinventar ist voll. Wieso kann man denn nur 111 Sachen von Hand craften? Nein, das ist einfach abgezählt. Du brauchst eine gewisse Anzahl Sachen, damit du automatisiert bauen kannst. Hm. Und ich glaube, du kannst das mit minimal 103, 104, 105 oder sowas schaffen. Und der Rest sind halt so, ich sag mal, Bonussachen für genau solche Dinge, wie was mir gerade passiert ist, die dann schief gehen. So, ich glaube, die Forschung hier oben hat sich auch erstmal erledigt, oder? Ja. Dann hinfort mit euch. Gerade eben ist eh vorbei mit Forschen. So. Okay, also wir haben Stahlplatten, wir haben wir haben Eisenplatten, wir haben Stahlträger, die produziert werden. Ah, ich kann noch irgendwo. Alles ist voll. Muss noch ein paar Sachen ablegen, glaube ich. Und zwar lade ich mal das komplett ab und ich lade mal das komplett ab und dann ist auch schon wieder besser. So, jetzt kommt Produktion dran. Und zwar wollen wir jetzt natürlich die Produktionsstrecken wieder aufbauen, die wir initial schon hatten und die im Idealfall auch wieder ordentlich befüttern. Das heißt, ich würde jetzt mal damit anfangen, das. Die transportieren wir ab. So transportieren wir ab. Okay, ich glaube, das könnte hinhauen. Dass wir hier jetzt als erstes eine Produktionsstrecke bauen, wo erstmal das Metall dran vorbeifährt. Denn wir können aus Metall Zahnräder bauen. Richtig, richtig. Gut. Sehr schön. So, das heißt, wir bauen jetzt hier einfach erstmal Zahnräder in der Fabrik, denn Zahnräder werden für allen Firlefanz benötigt. Und da wir wahrscheinlich viele Zahnräder benötigen, machen wir gleich mal zwei Fabriken draus, die beide Zahnräder herstellen. So, dabei kappen wir auch mal ganz kurz die Stromversorgung der ganzen Geschichte hier, weil sie uns einfach im Weg ist. So. Und stellen die hier vorne oder so. Wahrscheinlich sogar noch besser wieder auf. So. So, die ist also aufgefallen, dass der Greifarm unten bei den Hochöfen im Takt von Moskau, von Genghis Khan, schwingt. Das ist eine schöne Erkenntnis, Idle. Und ich merke gerade als Erkenntnis, dass ich das hier ein bisschen zu eng gebaut habe. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. So, muss das nämlich. Dann erklärt das auch, warum ich da keinen Mast hatte. Zack. Aber, ja doch, den könnte man tatsächlich so stellen. Gut, dann haben wir das. Dann ist hier auch Zahnradzeit. So, Zahnräder haben wir, check. Es werden... Ne, warte mal, haben wir nicht, weil ich den hier nicht genug versorgt habe. Da ist das Fließband nicht ganz lang genug gewesen. So, jetzt werden schon mal aus dieser Produktionslinie Zahnräder gebaut, bis uns grün und blau wird. Die wollen wir jetzt natürlich noch weiter transportieren. Deshalb würde ich jetzt mal weiterführende Produktion in der Querrichtung laufen lassen. Zack. Jetzt mal gucken, wenn wir hier den so bedienen, dann hätten wir noch Platz, um da drüben wieder was auf dem Fließband zu bringen. Das müssen wir dann als nächstes produzieren. Also wir haben die Dinger hier. Wir brauchen dann noch Kupferplatten dafür. Okay, dann haben wir die Teile hier, die brauchen Greifarme und Fließbänder. Und Fließbänder brauchen eine Eisenplatte und ein Zahnrad. Das wäre natürlich eine ideale Weiterverarbeitung. Wo kann man sich für KSP Mods holen, wenn man es bei GOG gekauft hat? Also Mods kannst du überall holen. Also du kannst dir Mods einfach immer runterladen. Das passiert nicht über einen Steam-Workshop, sondern das machst du auch beim Steam-Spiel über CKAN oder per Hand oder sonst irgendwas. Also der einfachste Weg meiner Meinung nach ist CKAN, und wenn du wissen willst, wie es funktioniert, schau einfach mal auf meinem Kanal in der Modding-Mittwoch-Playlist nach. Da ist auch eine CKAN-Anleitung drin, wie genau man mit CKAN im Kerbal Space Program Mods installiert. Kann ich nur empfehlen, gerade wenn du mehr als 2-3 Mods haben willst und die auch regelmäßig updaten möchtest, dann bist du eigentlich ziemlich schnell am Punkt, wo du CKAN haben willst. Gut, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen hier noch eine Fabrik hin, die ebenfalls die Richtung anzapft, nämlich hier sich Stahlplatten holt und hier sich dann demnächst zu produzierende... Ich muss echt die Stromabdeckung verbessern, ne? Das funktioniert so alles nicht, wie ich das mache. So, jetzt kommen da Dingens raus. Zahnräder. Und jetzt werden hier aus den Zahnrädern, ich lasse die jetzt hier schon mal leicht dran vorbeilaufen, aus den Zahnrädern und Metall schon mal die ersten Fließbänder hergestellt, richtig? Richtig. Ich zögere nur manchmal so, weil ich immer gucke, dass ich nicht aus Versehen in meinem Inventarmenü bin. Ich bin da echt paranoid teilweise, weil ich keinen Bock habe, das Ganze zu versauen. So. So. Ja, Realism Overhaul ist echt schön. Das ist dann halt so richtig Raumfahrt. Ich glaube, das ist... Realism Overhaul ist meiner Meinung nach so das, warum die meisten von uns wahrscheinlich KSP spielen, weil wir einfach ein Faible für Raumfahrten, so einen Kram haben. Und KSP nur deswegen spielen, weil es auf seine verniedlichte Art und Weise trotzdem die so ziemlich beste Raumfahrtsimulation ist, die es zurzeit gibt. Und wir eigentlich alle tief in unserem Herzen den echten Scheiß haben wollen. Ich unterstelle es zumindest. Deshalb kommt Realism Overhaul so gut an bei uns allen. Also auch bei mir. Ich spiele es auch total gerne. Und ja, ist halt ein Riesenaufwand, das irgendwie zu installieren und zusammenzutüdeln. Aber es fetzt halt unheimlich. Und ich finde, es lohnt sich auch, den Aufwand zu gehen. Denn es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Es gibt ja andere. Es gibt Space Engine gibt es noch. Das ist aber inhaltlich halt noch nicht so weit. Ist aber ansonsten auch von der Ebene Raumschiff oder Weltraumsimulation funktioniert es auch schon. So. Was kann ich? Gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen. Ich habe noch keine so richtig gute in der Richtung gesehen. KSP ist schon relativ speziell. Ganz, ganz früher hatte ich mal irgendwie so ein Baudene Space Station. Das war noch so ein auf 2 Diskettenspiel. Frag mich nicht, wie es hieß. Ist gefühlt 20 Jahre her. Wahrscheinlich ist es mehr als 20 Jahre her. Was traurig ist. So, Greifarme. Greifarme benötigen genau den gleichen Kram plus elektronische Schaltkreise. Okay, spricht also dafür, dass wir hier Schaltkreise entlang führen. Damit meinte ich, also mal gucken, ob wir hier rechtzeitig die Biege kriegen. Ja, kriegen wir. So. Zack. So, weil hier kommt garantiert immer noch irgendwie Stahl an. Aber es macht nicht viel Sinn, oder? Ah, macht das so Sinn? Also hier kommen jetzt erstmal Dings raus für den Kram. Den werfen wir dann auf dem Belt, weil eigentlich wollen wir am Ende des Tages aus einem Greifarm und einem Fließband Dingens machen. Also macht Sinn, wenn das auf einem Fließband rauskommt. Doch, ich glaube schon, dass das so Sinn macht. So, auf 1, 2, 3. 1 frei, 2 frei, 3 frei. So, zack. Dann kommt hier zwischendrin nämlich meine Produktion nachher raus. Zip. So. Und hier oben kommt Metallplatten an, die auch da aufhören. Zack. Zack. Die Steine aus dem Ofen nehmen. Habe ich noch Steine im Ofen? Steine habe ich eigentlich raus. Ja, die habe ich schon in die Hand genommen. So, ich will auf das Erzförderband, will ich einen Mix haben? Im Moment eigentlich noch nicht, weil sonst irgendwann die Öfen wahrscheinlich durcheinander kommen. Oder? Spricht da irgendwas dagegen? Nee, eigentlich kann ich es machen, theoretisch. Ich muss mir dann nur überlegen, wie ich... Noch sind wir nicht so weit. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Stelle, dass wir... hier Metall reinbekommen. Wir bekommen Zahnräder rein. Und wir wollen bauen die Teile. Da brauchen wir jetzt aber noch elektronische Schaltkreise zugeführt. Die müssen jetzt natürlich wieder irgendwo anders herkommen. So. Elektronische Schaltkreise werden gebaut aus Eisenplatten und Kupferkabel. Okay, da spricht es jetzt dafür, hier drüben den Stream mal zu nehmen. Also die andere Eisenplattenproduktion, dass wir nicht alles uns auf eine Kette laden. Und das nebenher laufen lassen. Zack. Dann kann das hier nämlich relativ straight durchlaufen. Wir können nachher dann auch andere Eisensachen ranhängen. Ja, danke für solche Anmerkungen. Alles gut. Ich vergesse ja auch gerne mal Sachen. Das wisst ihr ja auch nicht erst seit dem Factorio Let's Play. Von daher alles gut. Sagt mir solche Sachen ruhig. Ich werde nicht immer alles machen, aber ich freue mich über die Einwürfe, weil deshalb machen wir ja hier auch Livestream und nicht, ich spiele alleine irgendwo im dunklen Kellerchen oder Kämmerchen. So, kommen wir mal zu, wir wollen wieder Kupfererz herstellen. Und ich würde da jetzt auch erstmal, ich weiß es nicht, wahrscheinlich einen Schmelzofen machen. Gut, einen deswegen, weil ich allein gar keine Stahlträger habe im Moment. Zack, um noch mehr zu machen. Die können wir uns dann aber auch gleich mitnehmen. Genau, wir könnten jetzt sagen, dass wir hier einen Schmelzofen haben, der Kupfer abarbeitet. Mhm. Will ich das wirklich auf das gleiche Förderband haben? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich will auf jeden Fall erstmal, dass der das macht. So, dann will ich auf jeden Fall auch erstmal hier Strom haben. Zack. So, und ich möchte einen, oder ich brauche einen sortierenden, filternden Greifer haben. Ja, Bauplan für die Montage. Zack. Ah, ich brauche einen blauen. Schnellen Greifarm. Zack. 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 Ja, wir können gleich noch einen bauen, weil ich später potenziell zwei von denen befeuern möchte. So. Zwei von den Öfen. So. Dann haben wir das erstmal. Dann können wir hier nämlich schon mal sagen, dass der auf jeden Fall filtert. Und sich von hier nur oh, wartet mal. Das ist noch nicht ganz korrekt. Ich brauche noch Platz. Damit ich die Stahlplatten später abtransportieren kann. 1, 2. Zack. So. Warum? Warum was? Für das Warum fehlt mir der Kontext gerade. Ich beantworte es gerne, aber ich verstehe es nicht. Warum der Sortierende? Damit ich sagen kann, dass er sich bitte nur Kupfer holen soll. So. Damit keine Unfälle passieren und der hier plötzlich anfängt, Eisenerz rauszupicken von dem Band. Jo. Es gibt doch die Fabrik vor. Ja, die gibt es ja nicht. Also, ja und nein. Also, ja, wenn ich die einmal reingeschmissen habe, das meinst du, dann gibt es das vor, oder? Aber sobald der leer ist, gibt es nicht vor. Oder resettet er nicht mehr? Ich meine, die resetten doch alle nur nicht, weil sie nicht leer werden. Oder nicht? Oder doch? Ja genau, es ist ein Hochofen. Und der kann sich ja, jetzt ist er leer. Jetzt würde der potenziell auch Eisen fressen sonst. Weil jetzt hat er ja keine Vorgabe mehr. Weißt du, das meine ich. Die können ja leer laufen. Nee, alles gut. Aber hätte ja durchaus ein völlig valider Einwurf sein können. Vielleicht gibt es ja da irgendwas. Oh, ich hab's schon wieder. Warte mal. Doch, ja, einen Abstand brauche ich. Genau, alles gut. Ich dachte, ich habe schon wieder verbockt. So. Einmal Strom, bitte. Danke. So, dann können wir jetzt hier aber eigentlich unseren Minenbetrieb wieder aufnehmen. Für Kupfer. So, und das da einfach stumpf draufleiten. Und uns schon mal einen Kopf machen, dass wir das Zeug natürlich auch wieder loswerden. Zack. Auf ein kleines Fließband. Das dann wiederum den Kram abtransportiert. So, mal gucken, wie lange das durchhält, bevor hier... Oh doch, der scheint auf jeden Fall mit der Produktionsgeschwindigkeit der Mine mithalten zu können. Ist sogar ein bisschen besser. Gut, der wird jetzt irgendwann dann natürlich auch mal aufhören zu produzieren. Aber ich hoffe mal, dass wir es bis dahin geschafft haben, ihn davon zu überzeugen, dass er... das Zeug verbraucht. So, aus den Eisenzahnrädern und einer Kupferplatte, das wären ja hier quasi schon mal 2 Rohprodukte, können wir jetzt natürlich leckere Sachen bauen. Nämlich ganz konkret die roten Fläschchen. So. Deshalb würde ich mir jetzt hier die Hälfte der Zahnräder klauen. und nach hier drüben bringen, oder? Ja, nein, vielleicht. Doch, doch, doch. Wir nehmen uns die Hälfte der Zahnräder. Und die Kupferproduktion. So, ja, da bin ich jetzt natürlich kilometerweit von entfernt. So. Und der Dragon Dust ist jetzt auch ein Kommunaut. Danke fürs Follow, Dragon Dust, und einen schönen Abend dir und viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt können wir mal schauen. Brauchen wir ein bisschen mehr Abstand. Wir können eigentlich direkt hier unten dann anfangen. Ein Abstand. Ne, der muss jetzt hier noch um die Kurve. Sondern ein Abstand, zwei Abstand. Dann muss das weg. Um die Kurve, ein Abstand, zwei Abstand. So, dann müssen wir nämlich gar nicht so lange Wege gehen. Ein Abstand. Ja, das war schon wieder ein bisschen viel. Hä? Nee, was habe ich denn da gerechnet gerade? Ein Abstand. So. Zack. Genau. Jetzt können wir doch hier eigentlich direkt eine Doppelproduktion anfangen. Indem wir zwei Fabriken wieder befüllen. 1, 2 frei, 3 frei. Zack. So. Ja, ja, Strom brauchen wir auf jeden Fall auch, damit das funktioniert. Aber ich baue es jetzt erstmal fertig, bevor ich es unter Strom setze. Zack. Und dann gibt es das Produkt wieder nach außen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Produkt käme dann hier raus. Wahrscheinlich macht es Sinn, das hier rauszuschubsen und auf einer Nebenfahrbahn zu machen. So. Schauen wir mal. Das große Bild so funktioniert. Zack. So, ihr wollt rote Flaschen herstellen. Und ihr wollt auch rote Flaschen herstellen. Und alle wollen Strom haben. Verdammt. Das wäre so gut gewesen. Ah, guck mal, von da kommt sogar Strom. So, jetzt brauchen wir nur noch die Fließbänder dafür. Achso, und da unten fehlt noch Strom. Ha, ha, ha. Trotz allem. Warum eigentlich? Ich muss doch eigentlich nur die Dinger hier ein bisschen höher verlegen. Dann kann ich den Strommast sparen. So. Gut, dann... Andersrum. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. So, damit läuft die Flaschenproduktion wieder. So. Sehr schön. Haben wir das. Das dünnt jetzt ein wenig die Produktion das Kupfer aus. Aber, was hatten wir gesagt? Wir wollen hier oben noch Dings hinbekommen. So. Und um die Teile zu bauen, müssen wir wiederum Kupferkabel und Eisenplatten zusammenführen. Weil die brauchen wir ja jetzt hier. Das heißt, wir haben ja eigentlich auch eine ganz gute Lane beisammen. So. Da kommt nämlich Kupfer vorbei. Da wird auch was von übrig bleiben. So. Und Kupferdraht wird auch einfach nur aus Kupferplatten hergestellt, ja. So, dann machen wir die. Lassen wir es vorbeifließen? Ja, wir lassen es vorbeifließen. So. Kurz überlegen. Wenn ich hier eine Fabrik hinstelle, zack, kann ich mit einem Abstand hier eine Fabrik hinstellen. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Aber ich könnte hier eine Fabrik hinstellen wiederum. Oder die seitlich versetzen. Ein frei für den Greifkran. Zack, 1, 2, 3. Ja. Ah. Ich glaube, so können es hinhauen. So. Hier kommt jetzt Kupfer rein und macht daraus Kupferkabel, die wir dann rauspacken auf dem Fließband. Eigentlich würde ich es gerne in die Richtung laufen lassen. Ich weiß noch nicht, ob die andere Fabrik dann schnell genug abgreifen kann. Zack. Die das da herstellt. Okay. So viel zur Theorie. Schauen wir mal, was die Praxis aus unserem Vorhaben macht. Schwupp. So. Also wir müssen einmal Kupfer zuführen. Und wir müssen hier oben einmal Stahl zuführen. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir das Ding dann da einfach tot laufen lassen. Eigentlich. Ja, können wir mal gucken. Also, jetzt haben wir Schaltkreise hergestellt. Die müssen wir jetzt natürlich raustransportieren. In Richtung der anderen Fabrik. Hä? Ah, verdammt. So eins höher machen, damit wir uns nicht mit dem anderen Belt stören. Gut, damit läuft die Greifarmproduktion. Jetzt haben wir Greifarme auf dem Nupsi-Ding und könnten Greifarme und den vereinen. Zack. Oder? Spricht doch eigentlich nichts dagegen, die auf den gleichen Belt zu setzen, weil die müssen an die gleiche Fabrik ran. So, dann hätten wir nämlich einen Belt, wo alles kommt, was man braucht, um grüne Produktionsfläschchen, Forschungsfläschchen herzustellen. Und ich stelle fest, meine Tunneldinger sind alle. Kurz gucken, ob ich die Tunnelteile hier drin bauen kann. Ja. So, zack. Zack. So, jetzt haben wir nämlich ein Fließband. Das geht so ein bisschen auf das ein, was du vorhin, glaube ich, gesagt hattest, Zersiedler. Dass wir nicht so viele Ketten brauchen, sondern das ein bisschen mehr optimieren. Das wäre jetzt die erste Optimierung, zu sagen, das, was wir brauchen, um grüne Flaschen zu produzieren, kommt auf einem Fließband vorbeigefahren. An allen Produktionsstätten, die grüne Flaschen produzieren. Und dann natürlich in zweiter Instanz noch die Produktion von den beiden hier auf ein Fließband zu vereinen. Wahrscheinlich hier oben dann irgendwie, um eine Forschungsstraße rauszuziehen. Nach oben hin, wo wir auf einem Fließband die ganzen Labore befüllen. Das ist so der Plan insgesamt. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Belt, auf dem liegt beides drauf. Und wir haben jetzt auch wieder eine ansehnliche Menge an Tunneln. Naja, zumindest zwei. Doch nicht so viel. So, zack. So, jetzt sind wir gerade am Überlegen. Kriegen wir hier sauber eine Fabrik zwischen? So. Hier zum Beispiel. Könnte man eine Fabrik hinbauen. So. An dieser Fabrik muss jetzt vorbeiführen. Alles, was man braucht, um grüne Flaschen zu produzieren. Zack. Zack. So, das müsste es eigentlich sein. Jawohl, so, die brauchen auch keine schnellen Greifarme, weil die Produktion relativ langsam ist. Ja, wir können später auch nach links in den Wald ausweichen. Ich wollte jetzt nur erstmal eine relativ einmal nach oben, so diese Standardstrecke für unsere Forschungsproduktion machen. Dass wir das Zeug mal sauber haben und das nicht alles kreuzte quer läuft. So. Hier wird gearbeitet. Sehr schön. Wir können uns mal 100 Stahlträger klauen. Die kann man immer mal brauchen. Zum Beispiel für Rüstung oder sowas. So, jetzt haben wir das. Jetzt kommt... Ja, das müssen wir wahrscheinlich hier oben bauen. Jetzt kommt eine zweite Fabrik noch hin. Ich glaube, ich habe zu wenig Stahlplatten dabei. Eine zweite noch hin, damit wir ein bisschen mehr grüne Flaschen da noch rausbekommen. Also eine zweite Fabrik. Ah, ich baue gleich mal ein paar mehr. Fabriken kann man immer brauchen. So. Und dann bauen wir uns daraus noch eine verbesserte Fabrik. Hooray. Und zwar erstmal 3 Stück. So. Einer habe ich, glaube ich, gerade kaputt gemacht. So, jetzt kommt er hier hin. Zack. Und auch er kriegt ein Ärmchen. Und auch er soll grün produzieren. So, und jetzt kommt so ein bisschen Fragezeichen für mich, ob das funktioniert. Ja, okay. So ein bisschen Schiss, dass der irgendwas aufgreift vom anderen Fließband. Zack, 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 zack. Das kommt dann hier hoch. So. Die Theorie sagt, ja, Produktion zur automatisierten Fabrik zur automatisierten Munitionsbeschaffung. Das können wir tatsächlich hier noch reinbauen gleich. Die passt, glaube ich, hier noch ganz gut rein. Vielleicht sogar zusammen mit dem Turm. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, das. Dann kommt Abladearme. Sehr schön. Wie sie läuft, die Produktion. Sehr schön. So, jetzt kommen Flaschen aus Rot. Die leider... Ah, Mist, die kommen auf beiden Seiten schon gefahren. Das wird es irgendwann verstopfen, das Fließband, ne? Funktioniert das? Was wäre denn, wenn ich das ein bisschen anders mache? Mit der Anlieferung. Und zwar... Mist. Wie kriege ich die denn jetzt auf eine Seite rüber? Drake, hi, ob ich mal meinen Strom überprüft habe oder liebe ich das detailreiche Tempo meiner Miner, wenn du das da meinst. Ich glaube, Strom ist okay. Ist okay. Ist genug Strom da. Der scheint nur nicht gerne so schnell zu arbeiten. Sei ihm auch gegönnt. So, Tunnel nach oben und dann aufs Band. Wie kriege ich die auf dem Band? Bei vollem Strom wird der ganze Balken grün. Meinst du? Ja, dann kriegt der wohl irgendwie wenig Strom ab. Müssen wir bei Gelegenheit mal ein zweites Gerät bauen. Und der Tanja hat auch ein Abo dagelassen. Vielen Dank für dein Abo, Tanja. Und ich habe keine Ahnung, warum er den Sound gerade nicht abgespielt hat bei dir. Aber der Eagle has landed. Ja, dann müssen wir gleich noch Strom bauen. Lasst mich jetzt kurz noch diese gedankliche... Tranquility Base here. The Eagle has landed. The Eagle has landed. Verfügbarkeit, Produktion, das heißt, ich habe nicht so viel verfügbar, wie ich brauche. Wie kriegen wir das denn jetzt alles auf eine Seite? Schwierig. Okay, was wir auf jeden Fall hinkriegen, ist schon mal das hier. So, zack. Ich mache das jetzt erstmal fertig, dass wir uns um den Strom kümmern können, bevor es hier zu einem Superausfall kommt. Das wäre nämlich auch ärgerlich. Ah, jetzt habe ich genau den falschen angeschaltet, ne? So. Falsch rumgedacht. Du. Und dann trefft ihr euch zum frohen Reigen da. Oh nein, eine rote Flasche. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das sieht fürchterlich aus. So, schnell einsammeln. So, jetzt haben wir die schon mal so vereinigt. Jetzt machen wir mal schnell einen Kopf um Strom. Das heißt, wir bauen uns mal eine zweite Maschine. Fertig. Die da besteht aus... Eine Offshore-Pumpe, die aus Rohr braucht. Okay, wir brauchen erstmal Gerades Rohr. Und ich glaube, diese Kesselsachen brauchen auch noch Rohre. Ein Rohr, 6 Rohr, 7 Rohr. 7 mal Rohr. Dies reicht eine Offshore-Pumpe. Ich muss jetzt eine neue Dampfmaschine bauen, oder nicht? Das war so mein Verständnis der ganzen Geschichte. So, zack. Ja, genau. Deshalb baue ich jetzt eine Offshore-Pumpe. Und einen Heizkessel und eine Dampfmaschine. Damit ich Strom herstellen kann. Mehr Strom, damit das hier alles ein bisschen flinker geht. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das gerade alles so langsam läuft. So, eine Ruhe. Eine Zahnrad. Zack. Heizkessel. Schmelzöfen haben wir auch noch ausreichend. Zack. Und eine Dampfmaschine. Da geht jetzt bestimmt irgendwas alle, oder? Das haut, glaube ich, exakt hin. Hervorragend. Können wir einmal eine komplette Produktion hier aufbauen für Strom. So, einmal Offshore-Pumpen. Nein! Ah! Was ist mein... Ich muss jetzt langsam mal aufpassen. Mein letzter Autosave ist... dass ich hier oben stehe. Spielzeit 4 Stunden 8, 4 Stunden 6. Ich lade jetzt mal schnell den Autosave. Ah! Mehrere Kessel an eine Pumpe hängen. Ja, ich kann mehrere Kessel an eine Pumpe hängen. Das ist richtig. Ich muss jetzt mal den Autosave laden, wie gesagt. Damit das hier mich nicht irgendwann umbringt. So. Weil das war klassischer Fehlklick. So, jetzt nochmal. Ich kann mehrere Kessel an eine Pumpe hängen. Das heißt, ich kann jetzt hier hinter noch einen Kessel hängen, ja? Das wollt ihr mir also sagen. Nehme ich an. Dann produzieren wir doch mal... Oh, beinahe schon wieder. Dann produzieren wir doch jetzt mal einen Heizkessel mehr. 2 Heizkessel am besten gleich. Kann man auch 3 Heizkessel hinter eine Pumpe hängen? Dann machen wir das nämlich einfach mal und gucken mal, was passiert. Vielleicht... wird das ja dann besser. So, dann müssen wir jetzt aber wahrscheinlich das hier einmal ganz kurz abreißen. Zugunsten von mehr Heizkessel bauen. Zack. Und dann 3 Kessel für eine Maschine. Und dann ist das so das Maximum, was man ausreizen kann. Oder wie darf ich das verstehen? So, jetzt nehmen wir wieder diese guten alten umweltverschmutzenden Supergeräte. Schwupp. Und wir bauen uns davon 2, um die anderen Kessel zu füttern. So. Und dann sollte jetzt hier gleich ein bisschen der Druck auf der Dampfmaschine steigen, hoffe ich. Auf jeden Fall macht sie mehr Geräusche. Und ich gucke mal, ob das jetzt hier irgendwie sich besser bewegt. Ist jetzt gelb. Ist wahrscheinlich auch noch nicht so richtig gut, ne? Ich muss wahrscheinlich grün werden mit der ganzen Geschichte. Also wenn ich das so sehe, das hier, was würden unsere Experten sagen? Also mein Rot sieht immer schlecht aus für mich. Ich würde jetzt tendenziell sagen, mehr Power. Wir brauchen mehr Strom. Brauchen wir mehr Strom? Ich befürchte ja, dass das die Antwort ist. Okay, wir haben schon vorbereitet... den Kram für noch eine Dampfmaschine, wenn mich nicht alles täuscht. Die bekommen wir wahrscheinlich jetzt wieder knapp nicht hin, weil ich nicht mehr genug Zahnräder habe. Die kann ich mir aber mopsen. So. Dann brauchen wir für 3 Heizkessel und eine Offshore-Pumpe nochmal 4 Rohre. Dum, 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 dum. Ups, 1 zu viel, aber die Welt wird nicht untergehen. Das wird dann immer noch knapp. Ja, wir werden sehen. Wenn nicht, müssen wir halt noch eine Dampfmaschine bauen. Hilft ja alles nichts, ne? So, jetzt bauen wir die Offshore-Pumpe. Zack, zack. Einmal Offshore-Pumpe, bitte. So, und jetzt müssen wir gleich einmal Steine hacken gehen. An eine Pumpe können 13 Kessel und 10 Dampfmaschinen. Holla die Waldfee. Dann brauche ich aber irgendwelche... da wollte ich nicht hin. Dann brauche ich aber irgendwelche Verteiler, oder Drake? Ich meine, das wird ja nicht einfach so gehen. Oh, ich habe haufenweise Steine einstecken. Fällt mir gerade auf. Bum, 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 bum. So, dann brauchen wir erstmal Schmelzöfen. Und zwar 3 Stück. Die sind ja zum Glück schnell gemacht. So, und dann Heizkessel. Alles schön nebeneinander bauen. Wie meinst du denn jetzt nebeneinander? Also, nebeneinander ist für mich, dass ich es jetzt hier daneben baue. Aber wie kriege ich es dann an die Offshore-Pumpe mit ran? Das wäre so meine Frage. Oder meinst du hintereinander? So. Jetzt bauen wir erstmal eine neue Offshore-Pumpe auf. Und ein paar neue mitgenommen. Habe ich sie denn nicht mitgenommen? Wie ärgerlich. Erst die Pumpe, dann die Kessel, dann die Dampfmaschinen. Das heißt, ich nehme dann... Aber das, was Drake meinte. An eine Pumpe können 13 Kessel und 10 Dampfmaschinen. Ich baue dann an die Pumpe tatsächlich 13 Kessel hintereinander. Und 10 Dampfmaschinen. Also so wie so einen langen Wurm. Wenn ich das mal so nennen darf. Ohne irgendwelche Würmer diskriminieren zu wollen. Das ist ja interessant. Wartet nicht alles gibt, Menes. Wartet nicht alles gibt. So, Stromanschluss ist da. Dann brauchen wir jetzt noch so ein paar... Greifärmchen, um das Ganze zu befüttern. Und dann sind wir doch auf einem guten Weg, würde ich sagen. So. Und nochmal für alle, die neu dazugekommen sind und es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Vielleicht, weil sie noch nie einen Stream von mir gesehen haben oder weil sie im Urlaub waren oder weil sie nicht zugehört haben oder aus irgendwelchen anderen nicht näher definierbaren Gründen mitbekommen haben. Morgen um 18 Uhr startet ein Spezial-Livestream hier auf Twitch, da ich hier einen Bot habe, um was zu verlosen, und da werde ich Full IVA, also aus dem Cockpit raus, also in Echtzeit, ohne Zeitraffer, zum Mond fliegen und eine Mondlandung machen. Und in diesem etwas länglichen Livestream, ich gehe momentan mal davon aus, dass wir so bis 4, 5, 6 Uhr morgens unterwegs sein werden, gibt es regelmäßig was zu gewinnen. Und zwar von Steam-Gutscheinen über handsignierte Bücher von einem SpaceX-Ingenieur und gerne auch von mir signiert, wenn ihr das auch möchtet. Und allerlei anderen Kleinkram wird es regelmäßig was zu gewinnen geben in diesem Livestream. Also, wenn ihr... Warum sind da jetzt grüne Flaschen? Wenn ihr morgen noch nichts vorhabt, dann könnt ihr gerne bei eben diesem jedem Stream vorbeigucken. So, jetzt wird ein Schuh draus. Was auch schon wieder falsch, ne? Weil die eigentlich da drüben hin wollen. Ah! Ja. Nein, es wird natürlich nicht erst ab 2 Uhr morgens was verlost. Also ich werde so alle 2 Stunden mal gucken. Ich denke, wir werden starten. Dann werde ich mich in den Orbit hochtrollen und wenn ich dann ein bisschen Ruhe habe, weil der Orbit geschafft ist und ich mal Zeit habe, mich mit der Manöverplanung zu beschäftigen, dann werden wir uns so langsam aber sicher mit dem ersten Gewinn beschäftigen. So, jetzt sind hier Sachen auf grün, also hoffe ich jetzt einfach mal, dass das gut ist. Ihr habt es gesehen, als Experten, wie mein Stromnetz aussieht. Ihr dürft euch jetzt dazu äußern, ob das jetzt gut ist. Und ich werde jetzt mal meine Laborstrecke hier aufbauen. So, wir brauchen einen Abstand, um sie zu befüttern. Hinfort mit dir. Warte mal, das kann man auch... Ich habe jetzt noch 3. Das könnte man natürlich beidseitig machen, ne? Jetzt davon ausgehen, wir führen den Gurt direkt wieder zurück. Dann fehlt mir ein Labor. So. Den Strom wieder fixen. So. Kommt, ein Labor kriegen wir doch hier noch irgendwie hin. Schwupp. Echt? Ich habe auch keine Conveyor Belts mehr. Na gut. So, und... Zahnräder. Die Welt dreht sich durch Zahnräder. Sehr schön. Habe ich mich vorbereitet? Ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich heute die Rakete gebaut habe und einmal geguckt habe, dass die nicht einfach stumpf auseinanderbricht, weil das wäre ein bisschen ein kurzer Livestream. Und ich habe einmal geguckt, dass das Kameraplacement so weit passt, dass ihr was sehen. Also ich habe außen an die Rakete Hullcams angebaut, damit man bei so Docking-Einstellungen und so weiter einen der internen Monitore mitlaufen lassen kann, damit ihr so Außenansichten seht, während ich über die Instrumente fliege. Einfach um es nicht zu fade zu machen. Das ist halt... Das wird eh schon länglich, um es mal nett zu formulieren, aber es soll natürlich bei den Manövern, die wir machen, ein bisschen spannend bleiben. Ne? Und dafür habe ich den Kram halt schon mal getestet soweit. Das war aber insgesamt gar nicht so viel Vorbereitung. Also ich habe vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde heute an der Rakete gebaut. Dann bin ich so eine halbe Stunde Test geflogen. Aber jetzt gar nicht so sehr aus der Innenansicht, sondern mir ging es halt darum, ich bin die einmal geflogen, um zu gucken, ob sie stabil genug ist, ob die ganzen Decoupler funktionieren, wie sie funktionieren, ohne das Zeug in Einzelteile zu zerreißen. Und ich habe einmal die Kameras durchgeguckt, ob die Kameraeinstellungen passen. That's it. Den Rest werden wir im Flug machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und einen schönen Abend wünsche ich dir, Mozart, und willkommen bei diesem... Ich möchte nicht sagen hervorragenden, aber doch überaus unterhaltenswerten Twitch-Stream mit Factorio. In dem wir heute mal wieder auf wildeste Art und Weise herum automatisieren. So. Jetzt mache ich erstmal ein paar von den Dingern hier aktiv. Zack. Zack. Oh, da habe ich wieder diese eine tote Ecke gefunden, ne? Kein Strom ist. So. Das freut mich. Ja, Norddeutschland ist schwierig. Und Schesel zählt im weitesten Sinne dazu. Das stimmt. Das schöne Schesel. Nahe Zeven, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwo in der Mitte vom Nichts zwischen Hamburg und Bremen. Und mit nichts meine ich nichts. Da ist nämlich echt nichts. Hallo, DJ Kerman. So. So, jetzt müssen wir es mal einmal... Hä? Ja, bei mir geht es schon wieder gut zu Gange hier mit dem Fließband. Das ist schon wieder genau falsch rum. Zack. Zack. Und zack. Sowas hatte ich befürchtet. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, die Greifarme müssen noch an die Labs ran, das stimmt. Zack. Wir kriegen das jetzt auseinandergetüdelt da, dieses Desaster. Wie kriegen wir das auseinandergedüdelt? Ah, vielleicht müssen wir es gar nicht auseinandergedüdelt bekommen. Vielleicht müssen wir das gar nicht auseinandergedüdelt bekommen. Ja, ich muss halt von der anderen Seite ran, ne? Ich will, dass die hier im Kreis fahren. Also ich möchte, dass meine Sortierung, die kommen ja hier, also wir ignorieren mal höflich den Part hier, ja? Also das hier hat nie stattgefunden. Okay? Also wir tun mal so, als ob das nur so aussehen würde. Das möchte ich jetzt gerne wieder natürlich sauber auf diesen Kreislauf zurückführen. Aber eben vernünftig. Wartet mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ist jetzt aber nur so gesponnen. So. Okay, die ist schon mal gar nicht schlecht, die Idee. Jetzt machen wir die Idee noch ein bisschen abgefahrener. Nämlich so. Jetzt führen wir an dieser Stelle und dann knickt es wieder auseinander, ne? Jetzt geht es bestimmt wieder kaputt. Ja. Ah. Aber egal. Okay, wartet mal. Jetzt ist hier wieder alles kaputt. Kann so nicht arbeiten. So, aber die prinzipielle Rundumverteilung ist ja schon mal, wenn wir es auf dem, wenn wir es hier jetzt sauber raufbekommen, dann haben wir ein perfektes Karussell. So, das können wir bestimmt irgendwie über eine nicht total dämliche Anordnung von Greifarmen hinbekommen. So, wenn wir da jetzt so tun, dann macht er das wohin? Nirgendwo hin, weil kein Strom da ist. Okay. War auch eine Antwort. Dann stellt ihr die da hin. Ist schon wieder Strom alle, ne? Wird schon wieder alles so langsam. Ja, hilft wohl nichts. Wir müssen das von der anderen Seite ranführen. Bisschen Umweg machen. Ist ärgerlich, aber ist dann halt so. So, warte mal. Der stellt das immer auf die entfernte Seite, ne? Wir müssen also den Schlenker eins so bauen, glaube ich. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, wie gedacht. Jetzt stellt er den schon wieder auf die Seite. Okay. Wir machen das noch ein bisschen. Ja, jetzt weg da erstmal. So. Noch ein bisschen anders. Wenn er nicht will, dann will er halt nicht. So. Ah nee, das funktioniert ja auch wieder nicht. Na, das Problem ist... nicht die Anordnung der Labors an sich. Also das im Kreis fahren möchte ich halt machen, damit hier immer alle Labore versorgt werden. Auch die vorne. Das würde ich auch so machen, wenn ich nur eine Reihe hätte. Also das würde ich trotzdem zurückfahren lassen, damit alle wieder drankommen. Der Punkt ist halt nur, ich möchte... Ja, hilft nichts, ne? Ich muss über einen Tunnel rein. Ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie ich einen Tunnel vermeiden kann, aber ich befürchte es auch. Ich muss Tunnel bauen. Hier wird alles nix. Gut, ganz so groß brauchen wir den wahrscheinlich auch nicht. Aber ich muss zumindest... Da ist jetzt der Mast. Auch sehr treffsicher immer. So. Was ist jetzt los? Sind jetzt gerade die Fließbänder ausgegangen. Was ist denn hier los? Sabotage. So, jetzt machen wir schon mal den grünen Saft einfach von hier auf die Bahn. So. Und dann fahren wir mit dem Zeug hier nach drinnen rein. Einmal so. Legen das hier hin, oder? Ich warte jetzt nur, bis die Grünen vorbeigefahren kommen, um einfach einmal sicher zu gehen, dass ich gerade keinen richtig groben gedanklichen Schnitzer gebaut habe. Aber eigentlich müssten die ja, genau, die kommen jetzt auf meine Innenbahn gefahren. Das heißt, ich kann jetzt auf die Außenbahn rot legen. Gott sei Dank. So. Jetzt droppen wir hier mal... Hä? Ist das nicht X oder so? X? Z? Z war's. Feuer frei. Rote Flaschen bis zum Verrecken. Ich lade jetzt hier meinen ganzen Mist wieder ab. Einfach mal, um zu gucken, wie das System auch auf den Overload reagiert. Ob es irgendwie anfängt zu blockieren. Aber eigentlich müsste das jetzt sauber laufen. Okay, da habe ich fast das Fließband getroffen. So. Lalalala, viele Flaschen. Genau, wenn es voll ist, müsste es eigentlich, das ist ja der Ziel, das Ziel. Das soll hier einen Rückstau ergeben auf den Fließbändern zur Produktion. Da darf es ruhig rückstauen. Es soll aber keinen Rückstau ergeben bei den Laboren, weil hier soll immer beides in Zirkulation sein. Also das, was halt zur Verfügung steht, soll in Zirkulation sein, sagen wir es mal so. So. Und wenn es überladen ist, soll es halt aufhören zu zirkulieren. Mal gucken. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen mit dem System. So, und ich bin auch mal den ganzen Flaschenkram los. Und ich glaube, ich muss mich dann schon wieder um Strom kümmern, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier wird es zwischendurch schon wieder ein bisschen langsam. Und ich sehe auch gerade, mein Bier ist alle. Ärgerlich. So, schnelle Bells. Yay. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Forschungsgeschwindigkeit mal erhöhen? Ich würde sagen, ja, oder? Mal zwischendrin. Wir haben jetzt viele Flaschen da, damit einfach die zukünftigen Forschungen schnell gehen. Machen wir mal Forschungsgeschwindigkeit hoch. So. Ich kann auch Bänder direkt ohne Greifer ablegen lassen. Achso, du meinst, indem ich hier so die Bänder einfach ranführe. Ist natürlich auch eine Option, ja. Ist wahrscheinlich sogar die stromsparende Option in dem Falle. Aber würde jetzt mein System komplett ruinieren. Jetzt zu spät, ich bin voll committed. Kein Bock, das nochmal zu machen. Aber fürs nächste System gerne. So. Jetzt wird hier fröhlich reinsortiert. Scheint immer noch Platz zu geben. Also sieht auch ganz nett aus. Ich glaube, das läuft erstmal. Die anderen Roten auf irgendeine Seite legen lassen. Ja, das stimmt. Jetzt ist es ja egal, oder? Jetzt ist doch mein Sortiersystem da oben perfekt. Jetzt kann es doch hier auch rauskommen. Das ist doch jetzt egal. Jetzt kann ich hier einfach rauskloppen. So wie es kommt. So. Sehr schön. Forschungsproduktion steht wieder. Wir haben unseren Rotzkotter aufgeräumt. Und jetzt kommt die lange versprochene vollautomatische Munitionsproduktion. Da reichte uns ja, glaube ich... Ich klicke nicht drauf, versprochen. Ja, da reicht uns eine einfache Fabrik. So. Jetzt wäre natürlich die große Frage... Passt da noch ein Verteidigungsturm zwischen? Die Antwort lautet sowas von. Sehr schön. So, dann kommt jetzt hier erstmal die olle Munition rein, die ich hier schon hatte. So, dann machen wir hier einen... Ach, mit so Pipifax halten wir uns nicht auf, oder? Wenn Krieg ist, ist Krieg, dann muss schnell nachgefüllt werden. Obwohl, so schnell produziert ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich wollte gerade einen schnellen Greifarm nehmen, aber Freunde, ich glaube, das ist overdone. So. Zack. Weil dann wird jetzt hier der elendige Rest umgesetzt in Munition. Die dann in den Turm gelegt wird. Um mich vor bösen Bösewichtern zu beschützen. Fragt er das auch an, wenn er es braucht? Ja. Okay, sehr schön. Er fragt. Gut, ich wollte nur sicher gehen. So, das heißt, wenn richtig geschossen wird, dann befüllt sich der Turm auch mit neuer Munition von hinten. Außer ich habe gerade einen Stromausfall, dann bin ich am Arsch. Hm, so ist das halt. So ist das halt. Gut. Forschungsgeschwindigkeit läuft. Jetzt ist mal so ein bisschen die Frage im Bereich Forschung, ihr ganzen Schlaumeier. Bringt es was, wenn wir hier diese ganze Akkumulatoren... Es gibt ja so Stromspeicher und wir machen tagsüber Solarstrom. Allerdings, in welche Richtung geht man jetzt als nächstes am ehesten? Es gäbe jetzt die Ölverarbeitung, also andersrum. Wir könnten Netzwerkschaltung machen, um ein bisschen mehr mit Logik zu arbeiten. Wir könnten Solarenergie machen, um tagsüber mehr Dings zu haben, mehr Strom. Dann müssen wir wahrscheinlich aber auch irgendwoher, hier das da, elektrische Akkumulatoren. Also wir müssen dann Stromnetz auch erforschen. Also im Prinzip Solarenergie und Stromnetz. Wahrscheinlich sogar erstmal Stromnetz, damit wir Akkumulatoren haben, damit wir Strom speichern können, um dann überschüssigen Strom herzustellen, zu speichern für solche Momente, wenn wir nicht genug haben. Dann würde ich nämlich tendenziell sagen, als erstes Stromnetz. Fragezeichen. Also als nächstes dann Stromnetz, wenn wir mit Forschungsgeschwindigkeit 1 fertig sind. Ja, okay, da kommt auch schon ein Elektromachen wegen den Überlandmasten und den Akkus. Das klingt ja dann schon mal sinnvoll. Gut, dann weiß ich, was ich da als nächstes zu tun habe. So, jetzt kommt mal die große Frage, was automatisieren wir denn dann als nächstes? Ich meine, wir haben jetzt relativ okayische Produktion an Forschungsmaterial. Da müssen wir mal gucken, wie sich das so hält. Ob irgendwann... Ja, er liefert schon mal nur noch sehr selten ab. Ja, aber es geht. Also rot steht ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Und grün wartet auch. Also es scheint im Moment relativ okay zu sein von dem, was ich so abliefere. Mal gucken, ob das mit der Forschungsgeschwindigkeit sich dann ändert. Jetzt interessiert mich aber schon nochmal die Diskussion, die wir vorhin hatten. Mit den Dampfmaschinen. Mit irgendwas, ich könnte das in die Breite tun oder sonst irgendwas. Wie? Freunde. Wie baue ich das? Weil ich möchte jetzt natürlich nicht 20.000... Offshore-Pumpen bauen, wenn ich gar nicht so viele Offshore-Pumpen brauche. Oder soll ich es erstmal lassen? Zugunsten von, wir machen das gleich mit Akkumulatoren und speichern uns überschüssigen Strom. Weil ich bin ja teilweise, jetzt gerade ist einfach ein schlechtes Beispiel, auch im grünen Bereich. Okay, ich habe mir das vielleicht schön geredet. Vielleicht bin ich quasi nie im grünen Bereich. Okay, aber wenn das mal jemand runtertippern möchte, um es mir zu erklären, wie ich das mache, würde ich mich freuen. So, das sieht aber so aus, als ob wir hier die Flaschen loswerden. Und theoretisch noch was ginge. Wenn ich das mal richtig interpretiere. So. Über Rohre nach der Pumpe auf mehrere Stränge verteilen. Ach so, diese Rohre hier, die ganz einfachen Rohre, die kann man anschließen und verteilen. Alles klar. Das heißt, ich würde dann hier die Dampfmaschine abkoppeln und nicht direkt die Öfen anbauen, sondern halt Rohre ranbauen. Dann zum Beispiel eine Dampfmaschine und dann oben Rohre abzwacken, um weiter unten noch eine Dampfmaschine hinzustellen. Zum Beispiel. Ja, sehr schön. Das hat mir doch schon mal geholfen. Vielen lieben Dank. Gut. Wollen wir das Projekt direkt mal angehen? Ich probiere das mal. Ich baue mir jetzt mal ein paar Rohre. Probiere das mal aus. Das macht mich ja schon irgendwie neugierig. Achso, und das ist das unterirdische Rohr. Ich verstehe. So, jetzt bauen wir erstmal ein paar. Rohre, Rohre, Rohre. Das sieht aber so aus, als ob wir hier tatsächlich noch ein bisschen mehr produzieren könnten. Ein Razer-Synapse-Update. Das ist natürlich genau das, was man um 22:18 Uhr unbedingt einblenden muss. Danke für nichts. So, ich glaube, ich stelle die hier mal auch noch um auf rote Flaschen. Mit der Intention, diese roten Flashline-Gare noch hier unserem Kreislauf zuzuführen. Die sind ja schon wieder die Bells alle. Meine Güte. Denn das ist jetzt so schön modular hier. Wir können einfach noch eine Fabrik einfügen. Zack. So. Zack. Und dann werden wir mal diesen ganzen Kram da los. So. Jetzt habe ich natürlich keine kleine... 6 Kessel und 2 Maschinen direkt hintereinander. Ach so. Ich kann die einfach auch noch verketten. Das macht es ja noch viel einfacher. Ich baue hier so riesen Moloch. Jetzt baue ich aber erstmal noch eine Fabrik, um meine Produktion nicht abkacken zu lassen. So. Schwuppdiwupp. Haut das so noch hin? Nee, tut es nicht. Stromnetz hat man gesagt, wollen wir erforschen. Das hatte ich mir jetzt etwas einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist. Mist. Ja, das können wir aber hier, glaube ich, korrigieren. Indem wir das hier ein bisschen enger bauen. Ich hoffe, das gibt uns genau den einen Puffer, den wir brauchten. Nein, gibt es uns nicht. Oder? Warte. Ja, gibt es uns, wenn wir davon ausgehen, dass wir... Wir sind jetzt einfach mal so stumpf. Dass wir... nirgendwo anders hin transportieren. So... Wir brauchen mehr Geschütze. Mittlerweile machen wir bestimmt ziemlich viel Umweltverschmutzung. Irgendwie konnte ich mir doch Umweltverschmutzung auch angucken, oder? Ging das nicht irgendwie? Ist das das Blaue? Nee, ne? Irgendwie kommt man sich doch Umweltverschmutzung anzugucken. So. Jetzt bin ich schwer raus. Wo war ich hier? Ich brauchte einen Tunnel. Dankeschön. Nee, ich brauche jetzt erstmal ein Fließband. Die rötlichen Felder auf der Map. Ach, dieses leicht rötlich, überlegt ihr. Also hier oben ist schon nicht mehr so schön. Da unten geht so. Warum ist da unten eigentlich so Dreck? Ich meine, wir machen doch kaum Umweltverschmutzung. Ich glaube, wir werden da bald mal hingehen und den einheimischen Aliens zeigen, wo der Hammer hängt. So sieht es nämlich aus. Aber vorher sollte ich mir vielleicht eine ordentliche Waffe und eine Rüstung bauen. So. Ja. Danke. So, und dann ein paar Tunnelchen. So. Aber insgesamt sieht es doch gut aus. Wir kommen gut voran, bis auf meine ab und zu mal Verklicker. Brauchen wir den ganzen Kram gar nicht. Und die Produktion an sich läuft. Jetzt gerade läuft natürlich die Produktion von dem Zeug hier nicht so gut, aber auch das ist irgendwie verkraftbar. Ich habe es nicht mitgenommen, richtig? Manchmal mache ich mich selbst sehr müde. Sehr, sehr müde. Zack. So. Bisschen Strom dahin. Und du sollst Kabel basteln. So. Gut. Viel mehr wissen wir mit dem Kupfer im Moment eh nicht anzufangen. Das ist ja genug in Speicher. Vielleicht kommt er jetzt mal wieder hinterher. Nicht mehr hinterher. So schnell. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich würde mal die zweite Offshore-Pumpe freikratzen. Indem wir hier... Ja. Nicht heulen, Freunde. Alles wird gut. Ihr hört bitte auch damit auf. So, ganze Kohle einsammeln. Indem wir hier einfach das machen, was ja total sinnvoll erscheint, wenn man das einfach alles in Reihe schalten kann. Zack. Man schaltet das einfach in Reihe. Das ist ja viel effizienter, als jetzt hier ein riesen Rohrwerk zu legen. Und an der anderen frei gewordenen Pumpe kann ich dann nämlich üben, wie das so ist, mit Rohre verlegen. Das sollte jetzt weniger anzüglich klingen, als es irgendwie rübergekommen ist. Aber ich übe jetzt mal das Rohre verlegen. Ach, das ist ja cool. Und ich kann auch abzweigen, oder? Ah, okay, jetzt erschließt sich mir das komplett. Das ist ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Warum sagt denn keiner was? Ja, sehr schön. Dann haben wir hier jetzt eine ideale Möglichkeit, um einfach nochmal 6 Kessel und... Richtig? Das ist doch das, was man dann in Wirklichkeit macht. Man baut nochmal 6 Kessel und... Mauer, Geschütztürme dahinter, Fließband dran vorbei und schon fast ein Selbstläufer. Nein, das heißt dann nicht Selbstläufer, das heißt dann Selbstschussanlage. Laufen tut danach im Regelfall nämlich keiner mehr, wenn du damit fertig bist. Gut, wie sieht es denn eigentlich mit unserer Kohleproduktion aus? Kommt die noch hinterher? Joa. Das sieht ja alles ganz entspannt aus. Gut, alle sagen, ich brauche eine Mauer und Todesfabriken. Dann baue ich mal eine Mauer und Todesfabriken, wa? Ich würde sagen, da unten rote sind, also hier auf der Map sehe ich dort rot, würde ich hier meine LMO-Stellung bauen. Dafür brauche ich Steine. Viele lustige Steine. Und ich glaube, ich brauche Ziegelsteine, um eine Mauer zu bauen. Dementsprechend fange ich mal an, Ziegelsteine herzustellen, indem ich Steine da reinwerfe. So. Mauer kann man bestimmt hier bauen, oder? Ach du Heilige. 5 mal Ziegelstein für ein Stück Steinmauer. Da komme ich ja nicht besonders weit mit meinem Scheiß. Ich glaube, ich baue das hier direkt mal wieder um auf so eine Ziegelbrennanlage. Hey, und der Michael, sehe ich gerade im Chat, hat sich subscribed und ist auch ein Abonnent. Ich weiß nicht, warum schon wieder geräuschtechnisch nichts passiert. Aber vielen Dank, Michael, für dein Abo. Ich freue mich. Da ist ein gepflegtes Innengefängnis doch von Vorteil. Erst Strom. Erst Strom? Na gut, erst Strom. Ach, ihr mobbt mich aber auch so mit dem Strom, ne? Dann machen wir erst Strom. Ich will aber nicht erst Strom. Ich will zumindest mal die Steinproduktion anschmeißen. Gönnt mir das noch kurz. Ich glaube, dafür habe ich auch alles soweit. Jawohl, bei Twitch Prime ist ein freies Abo pro Monat mit dabei und ich freue mich natürlich sehr, dass du dein freies Abo pro Monat freiwillig bei mir abgeworfen hast. Aber was mich jetzt wundert ist, dass alle anderen, die ein Abo bisher da gelassen haben, können das bezeugen. Eigentlich solltest du jetzt gerade als kleines Dankeschön eine gewisse Einblendung und Tütü, Tütü und so bekommen haben. Ist wohl gerade nicht. Frag mich nicht, was die Alertbox gerade macht. Ja, ja, ja. Vielleicht kommt das noch. Vorhin kam auch der Ton ganz verzögert. Vielleicht ist gerade durch das... vielleicht ist Streamlabs heute durch das Freischalten für alle... kleinen Streamer einfach überlastet, dass sie so viele Sachen ausspielen müssen, dass sie nicht mehr hinterherkommen oder so. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt gerade nicht geht. So. Also, hier ist noch unsere eine Fabrik. Na, die müssen wir natürlich auch mitnehmen. So, und dann, sofort danach kommt Strom. Bitte schneidet euch nicht die Pulsadern auf. Sofort danach kommt Strom. Versprochen. So. Selbstständige Steinverschmelzungsanlage. Also zumindest solange jemand Kohle reinwirft, alle paar Tage. So. Ja, Strom ist wichtig. Ich verstehe das. Strom ist wichtig. Strom ist uns allen wichtig, auch mir. Deshalb arbeite ich ja jetzt dran. Also, wir brauchen ungefähr 1 Million Schmelzöfen und... Na gut, dass ich meine ganzen Steine gerade in den Ofen geworfen habe. Und Rohre. Das heißt, wir brauchen insgesamt erstmal 6 Rohre. Die können wir jetzt mal bauen. Rohre baut man nämlich aus Stahlplatten. Stahlplatten habe ich. Das ist ein guter Deal. Dann können wir nämlich schon mal 6 Rohre bauen. Ja, ja, ohne Strom kein Geschütz. Das stimmt gar nicht. Ohne Strom keine Munition fürs Geschütz. Das Geschütz funktioniert auch ohne Strom. Frag mich nicht warum, aber es funktioniert ohne Strom. Wow, ich habe auch irgendwie 1000 Rohre, fällt mir gerade auf. Jetzt Steine ist auch gut. Habe ich welche? Dann kann ich mal Öfen bauen. Horsteile sind noch da. Strom macht klein, schwarz und hässlich. Das ist dann aber viel Strom, wenn er dich klein, schwarz und hässlich macht. So, fangen wir doch mal mit den Heizkesseln an. Zack. Und zack. Ich gehe währenddessen ein paar Steine besorgen. Wir brauchen nämlich noch 10 Steine. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Das ist ineffizient, das macht auch keinen Spaß. Ich gehe hier klauen. Sagte ich schon, dass ich ein Faulpelz bin? Ja, schießen kann das nicht ohne Muni. Aber der Turm an sich ist nicht betroffen. Es ist nur keine Munition da. So. So, ich muss jetzt mal ganz kurz was machen. Michael, ich mache jetzt mal einen Test davon. Da steht jetzt natürlich nicht dein Name mit dabei, aber so hätte das eigentlich sein sollen. Stell dir das einfach mit deinem Namen vor. So wäre das normalerweise gewesen, wenn das geklappt hätte. Frag mich nicht warum, der Testbutton scheint zu funktionieren, aber dich hat er einfach ignoriert. Du bist ganz ninja-mäßig reingekrochen gekommen. So, was machen wir jetzt vor lauter Elend, Freunde? Jetzt habe ich Stromnetz. Achso, Akkumulatoren. Wie kommen wir denn jetzt zu Akkumulatoren? Akkumulatoren setzt voraus, dass wir Ölverarbeitung machen können. Dann müssen wir jetzt wohl die Ölverarbeitung erforschen. Oha, Öl. Jetzt geht's richtig los. Bald kommen die Amerikaner und invasieren uns. Ja, gerne, Michael. Sehr gerne. Jetzt bin ich nur gerade raus. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte Öfen herstellen, genau. Danke. So. Öfen. Nochmal 2 Stück. Zack. Dann wollte ich die Dinger herstellen. Deshalb ja die Öfen. Zack. So, dann habe ich schon mal 6 von diesen Nupsi-Dingern. Dann brauche ich 2 Dampfmaschinen. Schwupp. 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 Sehr schön, das ging auch erfreulich schnell. Gut, dann können wir jetzt hier... Ach Mist. Du nicht. Was? Weg. So, davon brauchen wir dann auch noch ein paar. Mist, jetzt geht mir schon mal mein Zeug aus. Aber die 4 nehmen wir noch mit. Dann haben wir das nämlich schon mal. So. Ja, die Amerikaner kommen dann bald, wenn wir Öl haben. Und dann invasieren die uns. Wenn man Öl hat, kommen die Amerikaner vorbei. Habt ihr denn nichts gelernt im Geschichtsunterricht? 1, 2, 3. War natürlich alles nur ein Witz. Also, liebe amerikanische Einreisebehörde, falls ich mal wieder beruflich oder privat nach Amerika möchte, war das natürlich nur eine komödiantische Einlage. Und nichts davon war auch nur ansatzweise ernst gemeint. Und ich möchte bitte, dass ihr weder mein Gepäck noch mich intensiv durchsucht. Dankeschön. So. So, dann brauchen wir nochmal 2 so Greifarm-Dinger und einen Anschluss für den Strom natürlich. Fällt mir gerade mal so ein. So. Muchos Stromos. Mal gucken. Ah, fast wieder grün. Ich glaube, wenn wir da jetzt noch... Ja, langsam kommt er. Ja. Invasioniercreme. Die macht die Haut schön weich. Echt jetzt? Heißt das wirklich so? Und hallo an den Knie. Ja, die faulen Socken chillen hier so rum. Sagt man das so? Zu alt für solche Wortwahl. So. Aber unter der Bedingung, dass man das so sagt, chillen wir hier so rum. So, zack. Und nochmal 2 Greifärmchen. So, und dann haben wir das Ding hier auf voller Leistung und wahrscheinlich auch die Umweltverschmutzung vor dem Herrn mittlerweile. Wie sieht's aus? Besser. Ist immer noch nicht tiefgrün, aber besser. So, jetzt kommen wir mal zum Projekt Die Mauer. Wir lassen unsere Mauer natürlich nicht wie Trump durch die Mexikaner bauen, in Ermangelung von Mexikanern, sondern wir machen das mit Maschinenhilfe. Denn ich würde niemals behaupten, dass wir es selber tun. Das wäre ja auch langweilig. Zack. Und wir schmeißen da jetzt einfach mal einen Haufen Steine rein. So, und wir können uns parallel mal eine Rüstung bauen, würde ich sagen. Eisenplatten braucht man dafür. Dann holen wir uns doch mal Eisenplatten. Hui, kann man nie genug von haben. Eine Dampfmaschine hängt nicht am Netz. Stimmt. Danke für den Hinweis. Zack. Gefangen im Dampfmaschinengewirr. Jetzt klappt es wahrscheinlich auch mit dem Nachbarn. Ja, jetzt haben wir genug Strom. So. Jetzt aber leichte Rüstung, schwere Rüstung. Oh, Stahlträger wäre unser Bonus gewesen. Ich wollte gar keine. Was ist denn hier schon wieder los? Jetzt ist hier Kupfer reingeraten, ne? Genau wegen sowas wollte ich die eigentlich nicht mixen. Weil das immer nur Ärger gibt, wenn das auf der gleichen Spur läuft. Warum ist... Und wo ist das ganze Kupfer hin? Ah, es sind Kupferplatten in meinem System. Nein! Mein geliebtes Stahlsystem. Zerstört von Kupferplatten. Aber es sieht so aus, als ob ich jetzt die Kupfergeschichten gut abgegriffen bekomme. Das war nicht so gut. So. Stahlträger wollte ich klauen gehen. Habe ich sogar schon ein paar geklaut. Da bauen wir uns natürlich direkt eine schwere Rüstung. Kenne ja nix. So. Schwere Rüstung. Marsch. Alter, wie er einfach die 100 Kupferplatten weg inhaliert hat. Senkt die Umweltverschmutzung. Ja, ja, ja. So, und wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns mal ein neues Werkzeug bauen, ne? Geil, Stahlspitzhacke. Moment. Eisenstange. Eisenstangen. Was man nicht alles für eine Spitzhacke braucht, ne? Eisenstangen zum Beispiel. So. Bauen wir uns mal einen 10er-Pack Spitzhacken oder was auch immer bei rumkommt. Naja, 8. Huch. So, jetzt haben wir den Kram gelernt. Wir wollen eigentlich irgendwann mal elektrische Akkumulatoren oder Batterien, was auch immer. Der Weg dorthin führt über Schwefelverarbeitung. Und jetzt muss ich mir gleich mal einen Kopf machen, wie eigentlich Ölabbau funktioniert. Aber jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Nämlich, wir wollen jetzt endlich mal diese Verteidigung fertig bauen. Sonst kommen wir hier nie dazu. So, zack. Zack. So. Gut. Wir bauen uns eine Mauer. Und wir haben echt erbärmlich wenig Mauersegmente dafür, dass wir in den Krieg ziehen wollen. Ich würde mal so tun. Einfach erstmal abriegeln. Neue Kohle rein. Und mehr Mauer bauen. Noch mehr Mauer bauen. So. Parallel können wir schon mal anfangen, Geschütztürme zu bauen. Davon werden wir auch ein paar brauchen. Und so ein Radar ist bestimmt auch nicht schlecht. Geschütztürme brauchen allen möglichen Kram. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. So, produzieren wir schön Geschütztürme. Radar-Dings. Nicht direkt am Fließband lang. Was, wie, wo? Nicht direkt am Fließband lang? Die Mauer. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso nicht direkt am Fließband lang? Und ich kann ja die Mauer später auch wieder einreißen und woanders hinbauen, oder? Es geht ja jetzt erstmal darum, so einen ersten Verteidigungsposten zu schaffen. Also ich wollte hier so die Mauer, so eine Ausbuchtung bauen. Hier dann hier rüber. Und hier vom Wald wieder so ein bisschen U-förmig zuziehen, dass wir hier so ein U haben. Den Belt mache ich an der Stelle auf und mache einen Tunnel durch, dass unsere Ressourcen reingeschifft werden können. Dann stellen wir dahinter tödliche Türme mit einem Fließband von Munition auf. Oh ja. Oh ja, das heißt, das hier wird dann abgebaut und runtergebracht. Das ist der Plan. So sieht mein Plan aus. Mal gucken, wie weit wir damit heute noch kommen, aber... So ist mein Plan. So, ein bisschen Mauer wieder und auf dem Rückweg können wir wieder Steine mitnehmen. Es geht voran. Tödliche Gewalt. Ja. Manchmal ist tödliche Gewalt auch die einzigste Gewalt, die hilft. Da habe ich doch direkt wieder meine Steine vergessen. Steine, Steine. Na, 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 na. So. Das ist eine ganz schön krasse Produktionskette, diese Steine in Mauern umzuwandeln. Da bleibt echt von... Was ist das irgendwie? Du brauchst 5 Steine, um einen Ziegel zu machen. Du brauchst 5 Ziegel, um ein Stück Mauer zu machen. Das ist natürlich schon echt heftig, dass du irgendwie 25 Steine in ein Segment Mauer umbaust. Aber hier ist die Antwort auf alle anderen Probleme. So, und hier... Wir produzieren jetzt einfach schon mal ein bisschen was vor. Jetzt machen wir das, was jedes gute Regime macht, bevor es soweit ist. Sieht schon mal bedrohlich aus. Oh ja. Oh ja. Eine Fabrik neben des Dings, die direkt die Mauern herstellt. Check. So, so, so. Zack. Zack, zack, zack. Und los. Ja, wenn man das automatisiert, muss man da was getrennt von, muss man das etwas getrennt von der übrigen Produktion tun. Ach so. Mal gucken. Jetzt machen wir erstmal einen Eingang für unsere Ressourcen. Und dann machen wir zu. Ups. Ist sogar fast gerade geworden. Und vielleicht benutzen wir unsere Spitzhacken auch. Dann sind die noch viel, viel besser, wenn man sie einfach mal benutzt. Zack. So, Freunde. Zu ist. Zu ist es. Jetzt brauchen wir Munition in Massen. Und diesen Turm. Und diese Munition. Und diesen Kran. Und dieses Ding. Und dieses Ding. Hoffentlich. So. Conveyor Belts habe ich noch. Ein paar. Nicht mehr allzu viele. Muss ich erstmal wieder klauen gehen. So. Lass uns das so tun, dass wir hier einfach per Belt was abzwacken. Und, warte, an dieser wunderschönen Stelle ist es dann, oder? An dieser wunderschönen Stelle. Ach, komm schon. Ehrlich? Reicht nicht? Na gut. Wir müssen uns noch einen Tunnel bauen. Hier oben braucht das auch keiner mehr, ne? Ja, eine Kiste brauchen wir gar nicht, weil bis hier mal... Warum macht er jetzt nicht mehr? Achso, der der macht tatsächlich nur zwei. Das ist gar kein Hochofen. Ich habe gerade Brainfart gelassen. Ich habe gerade gedacht, ja, ja, die speichern ja 100 Stück. Tun sie natürlich nicht, weil es kein Hochofen ist. Du hast völlig recht, Kiste dran. Thomas, das macht komplett Sinn. So, jetzt bauen wir die mal kurz hier auf, damit ich meine experimentellen Experimente hier tätigen kann. So. Und dann teilen wir das... Machen hier schon mal ein bisschen zwei Geschütztürme zumindest klar. Das ist mich jetzt, das Peinlichste ist immer, wenn es einen im letzten Moment von der Arbeit erwischt. Kurz bevor man eigentlich fertig gewesen wäre. Wir brauchen so einen. Dafür brauchen wir dann erstmal solche. So, Stahlplatten also. Schwupp. So. Jetzt war wieder schön den Schuppen leer geräumt. Damit die hier ja nicht so viel coolen Scheiß bauen können. So, erstmal schön durchproduzieren, dass wir hier wieder ein bisschen Reserve haben. Okay, Dankeschön. Und dann machen wir einmal einen Schwungtunnel. Sehr schön. Dankeschön. Gut, dann so, das sollte jetzt ein relativ einfaches Spiel werden. Habe ich noch eine kleine Fabrik? Nee, ne? Aber machen wir eine große, die kann schneller produzieren. Yeah. Schneller ist bekanntlich besser. So. Die kriegt von dem hier Zeug reingeschmissen und der hier schmeißt das Zeug dann raus aufs Fließband. Rein. Eins zu tief. Zack. So. Und das Fließband fährt es dann an den Türmen vorbei. Kreuzt geschickt unser Ressourcenfließband. Oh ja. So. Und dann setzen wir das Ganze unter Strom. Warte mal. Strom kriegen wir sicherlich auch irgendwie geschickt daran. So zum Beispiel. Ja, und dann heißt es Munition. Viel Munition. So. Nein. So. So. Tod und Zerstörung in völliger Automatisierung. Oh, ich glaube, die Umweltverschmutzung ist auch bald bei unseren außerirdischen Freunden angekommen. Ich glaube, ich baue mir mal eine größere Waffe. Zum Beispiel ein Maschinengewehr. Nichts ist falsch an einem Maschinengewehr, denn es beinhaltet das Wort Maschine. Damit ist es im Faulpelz-Modus völlig akzeptabel. So. Zack, zack. Wie schießt man eigentlich? Ah, mit C war es, alles klar. Okay. Ey, Krieg. Okay, das ging relativ schnell alle mit der Munition. Ich kaufe mir mal ein bisschen mehr, ich baue mir mal ein bisschen mehr Munition. So, für den Eigenbedarf. Meine ich damit natürlich. Habe ich es echt geschafft, diesen einen bekackten... Turm nicht sauber zu versorgen, ehrlich. So, unsere kleine Phalanx steht langsam und wir können uns mal dem Mauerbau widmen. Und das hier zumachen. Ich glaube, so. Ziehen wir es erstmal hoch. Ah, gegen den Baum gelaufen. So, ich würde sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was, ich nehme die doch nicht vom Fließband, die sind für meine Türme. Ha, 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 ha. Apropos, ich sollte vielleicht hier noch so eine Runde drehen, ne? Dass ich immer Munition im Zulauf habe. Für alle Türme, dass sich das nicht staut wieder. Dun, 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 dun. So habe ich auch während dem Stromausfall große Reserven, die sich in Bewegung befinden. Oh ja. Yeah. So, nochmal ein bisschen was klauen gehen. Irgendwas funktioniert gerade nicht mit meiner Roboterbauteile-Produktion. Warum kriegt er keinen Stahl? Er hat doch früher Stahl gekriegt. Ah, das hier schon wieder. Nein! Du stellst gefälligst nicht so ein Mist her. Ah. Verdammtes Kupfer. Diese Kupfer, da unten ist noch mehr Kupfer drin. Du bist ein Stahlschmelzofen, Junge. Stahl. Nicht Kupfer. Verdammte Axt. Ah. Ich glaube, wir müssen hier einfach mal eine Schröpfungsmaßnahme einbauen, damit immer gewährleistet ist, bis die Kiste voll ist, meine ich in diesem Falle. Dass dieser verdammte Hochofen da vorne alles abgreift, was an Kupfer kommt. So. Jetzt sollte das hier hoffentlich erstmal nicht mehr passieren. Weil der eigentlich schnell genug ist mit seinem Arbeiten, dass er alles abgreift. Außer natürlich, er wird stillgelegt. Aber da wir jetzt hier eigentlich am Fließband Sachen ausnehmen, Kupferplatten, sollte das hoffentlich funktionieren. So. Ammunition. Warum läuft da ein Jet-Triebwerk im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob ein Jet-Triebwerk im Hintergrund läuft. Läuft bei dir ein Jet-Triebwerk im Hintergrund? Das könnte eventuell mein Rechner sein, wenn es gerade ein bisschen warm ist hier oben drin. Und im Sommer ist es tendenziell hier oben immer ein bisschen warm. Und wenn du dann das Spiel und das Streaming und parallelen Probestream, um selber zu sehen, ob das Bild sauber ankommt, dann hat der Rechner halt ein bisschen was zu tun. Das kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen am Hyperventilieren ist. Möglicherweise. Ich habe kein Überwachungsprogramm offen. Ah, das hat mir jetzt natürlich hier die ganze Forschung lahmgelegt, ne? Aber das müsste jetzt eigentlich ja dann wieder besser werden. Ja, jetzt ist natürlich erstmal wieder die Zahnradproduktion am Hochdrehen. Und hier hinten kommt kaum Metall an, ne? Okay, das heißt, wir müssen jetzt fast ein bisschen hoffen, dass die Zahnräder irgendwann mal Ruhe geben. Ah. Okay, da kommt ab und zu mal eine Platte durch. Aber die Zahnräder fließen ja hier auch aufs Fließband drauf. Stopfen das da. Das andere wird jetzt auch zurückgestaut. Okay, die Fabriken arbeiten dann auch nur noch gleich sehr eingeschränkt. Okay, das sollte sich gleich lösen. Und ja, wahrscheinlich noch eine Eisenmine mehr schadet nicht. Wenn ich auf Volllast fahre, kann ich ruhig noch eine haben. So. Dann gucken wir doch mal. Ach nee, ich nehme am besten gleich eine Eisenmine mit, wenn ich da schon hinlaufe. Niemand braucht ein Tor. Wer hat denn gesagt, dass ich rausgehen will? Alles, was raus kann, kann auch reinkommen. Das ist ja gefährlich. So, ich denke mal, mit einer dritten Eisenmine sollte sich das Problem hier unten erstmal ein bisschen vertagen lassen. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Vierte Eisenmine. Die ich nicht mitgenommen habe. Nein. Ich habe meine Eisenmine vergessen. Oder? Habe ich sie vergessen? Ja, ich habe sie vergessen. So viel zum Thema Faulpelz. Aber dann laufe ich mir die Füße platt, weil ich zu doof bin, Sachen mitzunehmen. Ja, damit. So. So, mit etwas erhöhtem Ausstoß der Eisenminen sollten wir dann eigentlich auch in den Zustand kommen, und aus. Ich werde verrückt. Ich werde wirklich verrückt. So, kannst schon anfangen zu produzieren. Nee. Ich lasse jetzt meinen Faulpelz alle Ehren machen. Hier, Tunnel hatte ich noch dabei. Ich komme hier nicht nochmal hergelatscht. Nicht heute. Nicht heute. So, Faulpelz. Zack. Gut, damit sollte jetzt gleich die Eisenproduktion ein bisschen steigen. Wir haben uns fürs Erste verbunkert. Hier fährt genug Munition im Kreis, um Zion zu verteidigen. Matrix-Referenz auf diese lustigen Munitionskästen, die man in die Roboter immer nachschiebt. Ich hoffe, irgendjemand erinnert sich und ich bin nicht der Einzige, der so alt ist, dass er Matrix noch cool fand. Nö, ich glaube, das erste Nest killen und vor allen Dingen auch mal Ölproduktion dann anschmeißen, ist dann ein Thema für den nächsten Livestream. Ich wollte heute bis um 11 ungefähr machen, es ist jetzt so gegen 11, denn ich habe ja morgen einen etwas längeren Livestream vor mir, für euch. Denkt dran, der ist hier auf Twitch, auch wenn es für die YouTube-Abos ist. Klingt jetzt ein bisschen inkonsistent, aber es ist halt einfach einfacher, hier mit dem Bot Sachen zu verlosen. Deshalb machen wir es auf Twitch, morgen 18 Uhr und dann wahrscheinlich bis 6 Uhr morgens. Mal gucken, wie viele Leute von euch durchhalten, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Aber für heute reicht es erstmal mit Factorio. Ich glaube, wir haben einen guten Schritt geschafft. Das ist auf jeden Fall deutlich aufgeräumter und wenn hier diese kleinen Fauxpas gleich mal ausgeglichen sind und jetzt seht ihr auch, jetzt kommt deutlich mehr Eisen rein. Die Produktion jetzt hochfährt, haben wir eine gute Grundlage, um uns dann ja mal mit den Außerirdischen anzulegen und vor allen Dingen auch, und das habe ich selber so intensiv noch gar nicht gemacht bei Factorio, mit der Ölproduktion beschäftigen. Das machen wir ein andermal, irgendwann mal zwischendurch, so wie es mal reinpasst. Und theoretisch kann man auch beide Bücher gewinnen. Ja, ich werde bei jedem der Bücher natürlich wieder einen Gewinner auslosen. Man muss halt da sein in dem Moment und dann Glück haben, dass der Bot einen auswürfelt. Genau. Gut, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für 5 Abos bei meinem ersten Livestream, wenn ich Abos kriegen kann. Das ist natürlich eine super tolle Sache und freut mich sehr. Und wir sehen uns morgen Abend gegen 18 Uhr hier auf Twitch mit der Realtime IVA-Mission in Richtung Mond. Ich freue mich auf euch. Sprachlähmung. Ich freue mich auf euch. Mein Name ist Robert und tschüss.